Hey, Peppora, Elden Ring Zeit. Ist im Spielverlauf 2, haben letztes Mal Sturmschleier fertig gemacht und so. Und jetzt wundert sich vielleicht ein oder andere, hä, was zur Hölle ist hier los? Das ist nicht unser Charakter. Und es stimmt, ich habe meinen random als anderen Charakter ausgesucht, damit wir nochmal irgendwie schön durch die ganze Welt reisen und im Zweifel jedes Item angucken können. Ich glaube, der hat auch so ziemlich alles dabei, aber vor allen Dingen ganz viele Key-Items, die man vielleicht gebrauchen kann. Warum ist es gerade wichtig? Weil es geht jetzt nicht einfach direkt nahtlos weiter. Es geht heute um was anderes. Gibt nämlich ganz große Neuigkeiten bei Elden Ring. Die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Aber gestern wurde der Trailer vom Elden Ring DLC veröffentlicht. Der erste Trailer zum Elden Ring DLC. Da kommt wahrscheinlich noch ein zweiter irgendwann. Es dauert noch ein bisschen, bis das DLC kommt. Und den würde ich jetzt gerne mal zusammen anschauen und ein bisschen drüber reden. Ich weiß, das ist nicht ganz, was normalerweise hier passiert. Normalerweise spielen wir natürlich hier einfach das Spiel und gut ist. Aber ich habe Bock, drüber zu reden. Wenn ich nicht mit irgendwem drüber reden kann, drehe ich, glaube ich, durch. Da sind zu viele interessante Sachen dabei. Aber für mich auch völlig nachvollziehbar. Das ist nicht, was wir normalerweise machen. Vielleicht nicht für jeden interessant. Vielleicht will der eine oder andere auch gar keine Spoiler über das DLC haben. Gibt ja mehr als genug interessante Sachen selbst zu entdecken. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rede jetzt einfach so lange über den Trailer, wie ich Bock drauf habe. Wir schauen den natürlich auch nochmal an, gehen da auch wirklich durch und so. Aber danach, außer ich rede 2 Stunden drüber, das kann ich mir vorstellen, der Trailer ist nur 3 Minuten lang. Danach geht es natürlich hier ganz normal weiter. Aber falls im Trailer irgendwas ist, wo ich sage, ah, das erinnert mich an Gegend XY, dann will ich natürlich mit dem Charakter schnell hinspringen können und zeigen können, ah ja, das ist da und da. Solange das passiert, habe ich diese Graphic Design ist my Passion Vignette hier oben eingeblendet. Wenn jemand sagt, ich scroll durchs YouTube-Video durch, sobald die weg ist, wenn ich dran denke, sie wegzumachen, haha, geht's mit dem Spiel nochmal weiter. Aber bis dahin kümmern wir uns jetzt erstmal. Oh, die hätte ich vielleicht auch kopieren sollen. In andere Szenen. Smart. So machen. Ja, perfekt. Genau. Wir müssen nämlich jetzt uns den Trailer erstmal anschauen. Ich lasse ihn jetzt erst einfach einmal kommentarlos durchlaufen. Der ist schon ziemlich gut. Wir schauen uns die Untertitel an. Ja, erstmal aus damit. Wir gucken erstmal, was passiert. Peggy 16. Riesenslob. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? I presume you too are keen to know.
just what kind Mykonnor is doing here. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. So, 21. Juni, das dauert noch ein bisschen. So. Es ist natürlich unglaublich viel Kram drin. Und natürlich alles, was jetzt von mir kommt, ist natürlich reine Spekulation. Das ist ein Trailer, da wird man, kriegt man natürlich Sachen gezeigt, die vielleicht nicht ganz so sind, wie sie am Ende im Spiel sind. Wer weiß, vielleicht wird noch was geändert. Und man hat ja jetzt auch nicht wirklich viel Informationen. Man sieht viel zu viel Neues, um wirklich sagen zu können, ja klar, das ist das, das ist das. Aber es wird auf jeden Fall groß und echt spannend. Der erste, wichtigste Gedanke, der mir natürlich gekommen ist beim ersten Mal schauen, ist, wer ist es, der in dem roten Umhang. Was wir hier direkt schon haben, weil natürlich unglaublich viel Spekulation losgegangen ist, wer das sein könnte, finde ich sehr interessant. Hier auf der rechten Seite sieht man Statue of Mesmer the Impaler. Die Person heißt Mesmer. Das heißt, es ist nicht einfach ein Charakter, den wir schon kennen. Das ist nicht Mikela. Das ist natürlich sofort die erste Assoziation. Wir waren alle davon überzeugt, es wird in dem DLC auf jeden Fall um Mikela gehen. Wird es ja auch. Haben wir im Trailer ja jetzt bestätigt gekriegt. Aber die Person da ist nicht einfach Mikela. Möglich, dass es ein alter Ego ist, so wie St. Trina. Klar. Aber wir wissen, die Person heißt Mesmer. Bevor wir jetzt wirklich den Trailer selbst groß behandeln, gucken wir mal kurz in die offizielle Beschreibung. Das ist nämlich von Bandai Namco, der Channel. Natürlich gibt es den Trailer auf vielen anderen Channels auch zu sehen, aber hier steht die Beschreibung drin. The Land of Shadow, also das Land der Schatten. A place obscured by the Earth Tree, where the goddess Marika first set foot. Ein Ort verschleiert vom Erdenbaum, wo die Göttin Marika als erstes set foot, ist sowas wie Fuß gefasst oder aufgetreten ist, das erste Mal erschienen ist, das erste Mal setting foot ist auch so ein bisschen so, dass man da angesiedelt hat und so ein Zeug. A land purged in an unsung battle, set ablaze by Mesmer's flame. Ein Land, was komplett von einem unsung battle, ein Kampf, der nicht groß besungen wurde, das ist auch schwierig wortwörtlich zu übersetzen, der nicht groß jetzt in dem Helden-Epos aufgetragen wurde. Das ist einfach irgendein Kampf, der gar nicht so groß historisch wieder aufgefasst wird. Set ablaze by Mesmer's flame, also von Mesmer verbrannt. Mesmer ist hier eben diese Person. It was to this land that Mikela departed. Zu diesem Land ist Mikela abgereist. Divesting himself of his flesh, his strength, his lineage. Of all things golden. Hat sich entledigt von seinem Fleisch, seiner Stärke und seiner Herkunft. Von allen Dingen, die golden sind. Die Lineage und All Things Golden ist natürlich sofort so, ah ja, Godric und so hat hier immer von seiner Golden Lineage heißt das eigentlich, oder? Ja. Lineage geredet, also seine goldene Herkunft, die goldene Blutlinie, geht es ja ganz oft drum. Mikela ist nicht Teil von der goldenen Blutlinie. Mikela ist ja von Radagon und Marika. Aber Mikela ist die Person, die die ganze Zeit mit dem reinen Gold gearbeitet hat, also unalloyed Gold im Englischen, also wirklich reines Gold, kein wenn man zu viel zwischen Englisch und Deutsch wechselt, dann fallen einem irgendwann gar keine Wörter mehr ein. Das ist ja echt übel. Keine Mischung aus verschiedenen Metallen eben. Ich weiß, da gibt es ein Wort für und das sollte ich eigentlich rein berufstechnisch wissen, aber mir fällt nur Alloy ein, was das englische Wort dafür ist. Egal. Also es geht klar um Mikela, ist hier beschrieben. Es geht um ein anderes. Ja, ein anderes Land. Es ist dieses Reich der Schatten, um das es geht. Das ist sehr. Das passt sehr rein in das, was normalerweise Souls-like oder Soulsborne-DLCs immer sind. Dass man quasi in eine
in eine alternative Welt reist. Alternativ im Sinne von, es kann eine Zeitreise sein, es kann eine andere Dimension sein. Also in Dark Souls 1 reist man ja einfach in die Vergangenheit. In Bloodborne reist man in diesen Albtraum. In Dark Souls 3 reist man einmal in eine Parallelwelt oder in eine Taschendimension in einem Bild und dann ganz weit in die Zukunft. Also es ist immer so, nicht einfach die gleiche Welt. Bei Dark Souls 2, muss ich zugeben, weiß ich es nicht. Man reist ja in diese drei Reiche von diesen drei Königen, wo man diese drei Kronen dann sammelt. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur ein anderer Ort in Dark Souls 2. Aber bei Dark Souls 2 bin ich nicht sehr versiert mit der Lore, weil ich Dark Souls 2 nicht so mag. Also korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege. Jedenfalls ist es sehr, es gibt Präzedenzfall dafür, dass eigentlich in allen Soulsborns, die direkt von Miyazaki sind, ist immer das DLC einfach eine andere Welt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal an Anfang. Ich mache jetzt hier mal die Untertitel auf Deutsch. Damit wir es ein bisschen leichter haben. Ich weiß gar nicht, ob die richtig sind, das werden wir sehen. Den Sound mal ein bisschen aus. Ein bisschen leiser. Und wir reden jetzt mal Stück für Stück drüber, was hier passiert. Peggy 16. Direkt muss ich passieren. Es hat lange gedauert. Das ist Mooks Palast. Das ist, wo man gegen Mook gekämpft hat. Die Arena erkennen alle, die Elden Ring gespielt haben, sofort wieder. Lass es kurz weiterlaufen. Hier hinten ist der Kokon, in dem Mikela ist. Wo der Arm von Mikela raushängt. Wo am Anfang, wenn Mook erscheint, der Arm ja noch hoch zeigt. Und dann sinkt er so nach unten, dann läuft Blut raus. Und dann kommt aus dieser Blutpfütze Mook hochgestiegen. Alle haben drauf gewettet und sehr stark spekuliert, dass dieser Kokon ist, wo man das DLC starten wird. Und es sieht so aus, als wäre das wahr. In einem Interview hat Hidetaka Miyazaki auch gesagt, dass der Kokon ist, wo man in dieses Schattenreich kommt. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ist okay. Das heißt, es ist offensichtlich ein Endgame-DLC. Das heißt wirklich, nachdem man Mook besiegt hat, das heißt, man ist da ja schon wirklich schon High-Level. Also da kommt ja normal eigentlich nicht mehr viel. Klar, ich meine, wir haben jetzt in dem Spielverlauf hier auf dem Channel so relativ lang alles so in der offiziellen Reihenfolge gemacht. Manche Leute rennen relativ früh zum Mook, wenn man es wirklich will. So, man kann eigentlich nach dem ersten Runenträger und wenn man einmal in Altus war, kann man eigentlich schon zum Mook gehen, technisch gesehen. Ob man ihn besiegen kann, ist eine andere Frage. Offensichtlich ist aber so gedacht, dass man halt wirklich mit Endgame-Level und Equipment dann da in das DLC reingeht. Finde ich ein bisschen schade, das ist jetzt auch natürlich sehr meine persönliche Meinung, aber ich finde es sehr schön, wenn der DLC zwar Endgame-Level ist, aber schon sehr früh betreten werden kann. Das finde ich irgendwie schön. Das ist irgendwie dann so, ja, trau dich doch, guck doch, was du machst. In Bloodborne war das zum Beispiel so. In Dark Souls 3 waren es ja sogar zwei DLCs und eins war direkt im Midgame betretbar, sobald man bei der Kathedrale ist. Und das andere wirklich dann absolut Endgame, wirklich kurz vor Finale. Oder im Finale eigentlich erst. Außer man hat das erste DLC durchgespielt, dann kam man da auch rein. Aber das ist ja auch High-End-Level gewesen. Also, wenn man das schafft, bitteschön. In Bloodborne war es ja auch, sobald man, wie hieß sie denn? Vicar Amelia besiegt hat, durfte man auch ins DLC rein. Obwohl es ja auch absolut Endgame war. Aber gut, hier ist es wirklich von Anfang an deutlich gemacht, es ist Endgame. Das ist jetzt aber auch gar nicht das Wichtige, warum ich hier pausiert habe. Super, ne? Ich mich direkt pausiere, um mich selbst von mir selbst abzulenken. Die Person, die hier steht, ist natürlich auch sehr viel direkt Spekulation. Wer könnte das sein? Die Person, die gerade redet, ist offensichtlich, hat eine männliche Stimme. Die Person, die hier steht, haben sehr viele direkt vermutet, ich auch, dass es wahrscheinlich Melina ist. Wenn man genau hinschaut, kann man aber anfangen zu zweifeln. Die Schuhe sind komplett anders als Melinas. Bei dem Mantel wäre ich mir auch nicht sicher. Es gibt Melinas Mantel, glaube ich, nicht als Ausrüstung im Spiel. Ich habe jetzt auch noch gar nicht die Zeit gehabt, selbst im Detail zu gucken, was man hier sieht, passt zu wie zu dem Kram im Spiel. Ich bin selbst gestern gesehen, abends keine Zeit gehabt, jetzt gerade quasi direkt von der Arbeit hier vor den Rechner und lass uns drüber reden. Ich habe noch was gegessen, muss ich gestehen. Aber das ist jetzt auch zweitrangig. Also, das könnte Melina sein, es könnte aber auch eine unbekannte Person sein, es könnte Mikela sein. Was witzig ist, weil Mikela hier im Kokon ist, aber wer weiß. Könnte auch jemand komplett Neues sein. Oder es ist der Befleckte selber, also der Spielcharakter. Kann natürlich auch sein. So,
Mal kurz zurück. Hören wir uns mal diesen Monolog an. Pure and radiant. He wields love to shrive clean the hearts of men. In seiner strahlenden Reinheit läutert er die Herzen der Menschen durch Liebe. Im Englischen sagt er to shrive clean, was das gleiche bedeutet, nur eine sehr alte Ausdrucksweise ist. Es ist sehr so von der Sünde befreien, das ist so, was man halt in der Kirche macht, so, ne? Also die Leute reinigen, in Anführungszeichen, von der Sünde eben, von der Sünde befreien. Und wir wissen ja über Mikela, dass der extrem mächtig ist und dass er extrem beliebt ist und dass er auch sehr offen ist. Er hat ja in seinem Harlekbaum alle Leute quasi um sich geschart, die ausgestoßen sind von der Gesellschaft, und das war ihm offensichtlich wichtig. Ein extrem großes Herz und strahlende Reinheit passt zu ihm, weil er immer von diesem reinen Gold eben auch geredet wird, weil er mit dem reinen Gold halt auch alles immer macht. Es gibt nichts Furchterregenderes. Und das finde ich so interessant. Warum ist es furchterregend, dass er die Leute reinigt mit seiner strahlenden Liebe? Wer redet hier? Ist das schlimm, wenn man gereinigt wird? Ist es was Schlechtes, von seiner Sünde befreit zu werden? Für mich klang das jetzt im ersten Satz auch völlig so, hey, wow, voll gut. Er läutert die Herzen der Menschen durch Liebe. So, das kommt mir ja natürlich, wie den meisten wahrscheinlich auch sonst, sehr positiv erstmal vor. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es sehr furchterregend. There is nothing more terrifying. Auch diese extrem lange Pause dazwischen, dass es auch wirklich einen so hittet. So, wow, okay. Ha. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, wer da redet. Die Stimme kommt mir nicht bekannt vor. Ich muss aber auch sagen, ich habe die meisten Stimmen von den meisten NPCs nicht so gut im Kopf. Ich bin da nicht... Wenn da jetzt eine Stimme kommt von einem, den man kennt, muss es schon jemand sehr, sehr... Ja, sehr Präsentes sein, damit ich das wiedererkennen würde. Kann ja sein, dass es eine Person ist, die zur goldenen Ordnung gehört und das deswegen furchterregend. Eine Person, die, keine Ahnung, durch die Sünde lebt oder so. Kann ja auch sein. Jemand wie Rykard zum Beispiel. Ist ja schon, wenn der von seiner Sünde gereinigt wird, dann verschwindet vielleicht die Schlange. Kann ja natürlich auch sein, weil die Schlange ist ja das Symbol für die Sünde. Und das ist jetzt natürlich das neue Gebiet. Das sind natürlich den Reflekten in der Wolfsrüstung Standard, wie in den ersten Trailern auch. Die Wolfsrüstung ist ja so die Vorzeigerüstung von Elden Ring. Das ist wahrscheinlich diese Schattenwelt hier. Ich meine, sie scheint ja auch sehr im Schatten zu liegen. Wir sehen ja diese ganz deutlichen Lichtstrahlen von normalerweise dem Erdenbaum oder der Sonne. Hier scheint es ja ein anderer Baum zu sein, reden wir gleich. Aber das ist auch das Gebiet, was man in diesem DLC-Bild gesehen hat, wo Mikela auf Sturmwind ist. Und diese ganzen Grabsteine, diese Geistergrabsteine über sind, die ja sehr sind wie diese Geisterbanner in Altus zum Beispiel. Oder die Geisterbäume auf dem Berggipfel der Riesen. Und offensichtlich ist es auch einfach ein großes Gebiet mit sehr vielen irgendwelchen Burgen und Kirchen und sonst was. Gleiches nochmal. Wir sehen jetzt hier auch ein bisschen so den Vibe, den das Gebiet hat. Sieht komplett anders aus als die anderen Gebiete. Es ist ein bisschen, mir kommt es vor, wie eine Mischung aus Altus und Caelid. So vom, da sind diese goldenen Gräser. Aber es ist alles sehr viel dunkler und schwärzer, deswegen nicht ganz so sehr Altus. Aber die Klippen mit diesen ganzen Wurzeln, die sehen für mich irgendwie total nach Caelid aus, weil Caelid auch sehr viel diese Klippen mit Wurzeln hat. Und ich habe auch beim ersten Mal gucken echt eine Weile hier pausiert und überlegt, ist das einfach Caelid reskinned? Aber ist es nicht. Ich dachte, das könnte vielleicht Celia sein, die Zaubererstadt, aber das ist einfach was anderes. Das ist einfach ein eigenes Gebiet. Wir haben jetzt auch aus dem Interview schon erfahren, dass es DLC die Karte vom DLC größer ist als Limgrave und über 10 neue Bosse hat. Und Miyazaki hat sehr die Tendenz, sich immer sehr unter Wert zu verkaufen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte er mal auch über... Ich glaube, in einem Interview hat er mal was gesagt über die Spielzeit, die man für Elden Ring brauchen würde, als Leute gefragt haben, wie lange dauert es. Und da hat er so eine unglaublich niedrige Zahl genannt, sowas wie 20, 30, 40 Stunden oder sowas. So, der durchschnittliche Spieler wird so lange brauchen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auch sehr so. Und danach hat man gemerkt, ja, okay, der durchschnittliche Spieler braucht halt 150 bis 200 Stunden. Naja, okay.
es ist halt alles immer sehr viel größer, als er es jetzt einfach so sagt. Finde ich auch ganz gut so rum als andersrum. Könnte sein, dass es viel größer ist als Limgrave, wer weiß. Dass es ein Gebiet ist, überrascht mich. Ich habe tatsächlich sehr mit zwei gerechnet. Naja. Heißt ja aber auch nichts. Qualität gut ist. So ein DLC ist bei FromSoft immer sehr viel wert. Es muss auch groß sein, weil das DLC einfach eiskalt 40 Euro kostet. Es ist für ein DLC sehr viel. Bei Bloodborne hat es 20 gekostet. Das war ja auch gigantisch. Aber ich rechne sehr damit, dass es das wert ist. Trotz all dem. Also wir haben hier in diesem Gebiet, hier sieht man witzigerweise auch diese Stele, wo die Karte dann immer ist. Also auf sich geht es genauso weiter wie sonst auch. Und diese Ruinen sind sehr hier so, die versinken so ein bisschen im Boden. Also nicht versinken, aber es ist sehr so, das sind wirklich alte Ruinen. Und diese Geistergrabsteine sind ja auch irgendwie, diese Geistersachen sind immer was da wahrscheinlich mal war und dann halt zerstört wurde. Und es kann ja sein, dass hier mal ein Friedhof war, ein riesiger, und diese Grabsteine halt dann alle mittlerweile, keine Ahnung, verfallen sind oder geklaut wurden oder zerstört wurden oder sowas. Ah. Okay, und hier habe ich das Gefühl, ich hatte total das Gefühl, das ist der gleiche Shot wie aus einem anderen Trailer von Elden Ring Original, aber ich habe nicht rausgefunden, welcher. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Mich erinnert es auch sehr an Lyurnia. Das ist witzig, aber letzte Woche sind wir da erst angekommen und ich habe darüber geschwärmt, wie schön es bei Lyurnia ist, dass man diese ganzen Türme und alles sieht. Es ist eine Mischung aus Lyurnia und Limgrave so ein bisschen, weil man sieht hier diese Brücke, das ist für mich total sofort Limgrave, weil man sieht ja da auch diese heilige Brücke für den Turm. Das hier sieht für mich auch fast ein bisschen aus wie ein heiliger Turm, aber nicht so ganz. Aber ja, diese ganzen riesigen Klippen und hier unten ist so irgendwie Nebel, also das ist wie Lyurnia natürlich. Aber es scheint hier nicht unter Wasser zu stehen. Wir haben ja auch diese ganzen Wurzeln, die hier überall rauskommen. Oder es sind nicht mal Wurzeln, hier unten sind Bäume, die so aussehen. Wer weiß, was das ist. Sieht fast mich aus wie Gestalt. Ich frage mich, ob es hier auch Bäume gibt, die Gegner sind. Das gab es ja in, wie heißt das denn? Die Painted World of Ariandel. In Dark Souls 3, das erste DLC, ich habe vergessen, wie es genau hieß. Aber Ariandel war die Welt, das war ja auch in einem Gemälde. Da gab es ja auch diese Bäume, die da rumstanden, die wie so Menschen aussahen fast. Und dann waren zwischendurch welche, die auch sich bewegt haben und auch einen angegriffen haben. Hier ist einfach ein eiskalter Leuchtturm und sonst, ja. Reden wir nicht länger drum rum. Hier ist der riesige, kaputte Erdenbaum oder die zwei Bäume, wo sich der eine um den anderen drum rumschlingt. Das haben wir ja schon in dem Bild gesehen, also in dem DLC-Promo-Bild. Aber was hier, finde ich, das Wichtigste ist, ich bin sicher, das ist allen sofort auch aufgefallen, sind diese Schleier hier oben, die hier am Himmel sind. Und das gibt mir ein bisschen mehrere verschiedene Assoziationen. Das ist ein Grund, warum ich hier Elden Ring aufgemacht habe. Oder mittlerweile ausgegangen in der Zeit. Muss kurz gedulden. Mit einem Charakter, der halt schon weit gehen kann. Eine Sache, die ich auch machen wollte, war das hier abholen. Ach, blöd, das ist eins dazu. So, das werden wir auch noch. Ich wollte hier in Altus zum... genau hier, Schlafgemach der Königin. Ist wahrscheinlich auch schon Archen Lane hier bei dem Charakter. Klar, ist wahrscheinlich schon alles durch. Den ewig nicht angefasst. Ich weiß nur, dass ich mit dem fast alles gemacht hatte damals. Sehr lang her, dass ich den gespielt habe. Auch wohl Spaß gemacht, weil es ist ein Arkan-Charakter mit Scharlachfäule und Blutung und so ein Quatsch. Genau, hier wollte ich hin. Weil hier über uns haben wir genau diese Schleier unter diesem... Das habe ich auch nie hier irgendwie festgehalten. Weil diese Schleier waren dann sofort so, ach stimmt, da war doch was. Und das ist dieses Fenster oben, wo das Licht vom Erdenbaum reinkommt. Das hier ist das Schlafgemach von der Königin Marika. Aber diese Schleier, und das ist richtig interessant, sowas nennt sich ein Baldachin. Das Wort haben wir wahrscheinlich schon mal gehört. Ich glaube nicht, dass ich es hier habe. Wahrscheinlich nicht, dafür ist der Charakter zu weit. Ja. Weil Baldachin kommt auch woanders vor. Nämlich, wenn man Fias Segen entgegennimmt. Das können wir mit dem Hauptcharakter nachher nochmal machen. Da kriegt man ja diesen Segen, diesen Baldachin-Segen. Also im Englischen heißt der Baldachins Blessing. Was weiß ich, wie man das im Englischen ausspricht. Baldachin, was weiß ich. Im Deutschen heißt es auch irgendwas in die Richtung. Bin ich ziemlich sicher. Ich weiß nicht auswendig, wie es heißt. Ich weiß nur, dass im Englischen Baldachins Blessing heißt, also Segen des Baldachins. Und mit Fia ist das ja auch dann so total assoziiert, dass man diese Schleier hat. Ich glaube, das ist auch... Ich glaube, das ist beim Intro von Elden Ring ja auch in dem Bild drin, wo man Fia sieht. Kurz schauen. Boah, lädt das lang. Ja, hier. Nee, ist doch nicht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass hier auch so ein Baldachin wäre.
bei dem Intro-Bild. Naja, dann auch nicht. Aber es ist ja auch sehr, ich meine, es ist ein Bett und sie ist der Sterbebettbegleiter. Und das ist jetzt hier bei Marikas Bett auch so. Und hier im Trailer, das hier, ich meine, es ist ja nicht nur Mikela. Wir haben ja auch alle immer spekuliert, dass Godwin auch ein Thema wird. Und dieser Baum, der hat offensichtlich irgendwas. Der verfällt ja. Das sieht total nach Todesfall aus. Bei dem Promo-Bild, das war so richtig schön HD, 4K, sonst was, konnte man nah ranzoomen und hat gesehen, dass da diese Insektenflügel sind, die bei der Todeswurzel auch immer überall dran sind. Also wir wissen, dass Godwin und die Todespest irgendwie auch eine Rolle spielen. Und dann ist natürlich das mit diesem Baldachin, der mit Fia assoziiert ist, natürlich auch voll interessant. Es gibt natürlich dann auch ein bisschen die Idee, dass diese Schattenwelt einfach ist, wo man hinkommt, wenn man auf dem Sterbebett stirbt oder ein Traum ist, weil ein Bett ist halt am Ende auch, wo man schläft. Und ein Baldachin ist über einem Bett. Also vielleicht hat es mit Fia gar nicht viel zu tun oder halt auch mit ihr, weil ja, aber wir haben jetzt nämlich hier oben auch dieses Licht. Genau wie in dem Schlafgemach von Marika. Und dass das Ganze hier ein Traum ist, kann man auch gut argumentieren, weil Mikelas alter Ego Sanctrina ist und Sanctrina total mit Schlaf assoziiert ist. Und hier im Trailer ja noch ein paar mehr Sachen kommen, die sehr viel deutlicher auf Sanctrina anspielen. So. Jetzt habe ich aber schneller pausiert, ich wollte. So. Eieiei. So, hier will ich hin. So, das ist auch nicht das gleiche Gebiet. Hier sieht man denselben Turm, man ist nur sehr viel näher dran. Also das ist hier hinten dieser Turm. Das ist der, den man hier auch sieht. Mit der Brücke. Der Ritter hier sieht für mich ein bisschen nach Karia aus. Nach karianischem Ritter, weil er diesen komischen kleinen Bürzel auf dem Kopf hat und die karianische Ritterrüstung so was Ähnliches auch hat und der Helm vom Schnitt her auch so aussieht. Der weiße Umhang sagt für mich aber eher sowas wie Haliktri-Ritter. Aber das kann einfach sein, dass es ein Charakter ist, gegen den man kämpfen muss. Das kann sein, dass es ein wichtiger NPC. Das kann sein, dass es eine Rüstung, die man findet und der Spieler kann die anziehen. Bei NPC-Modell-Charakteren in Trailern bei FromSoft hat man immer wirklich überhaupt keine Chance, irgendwas zu spekulieren. Das kann alles bedeuten. Weil was in DLCs auch immer gern passiert, ist, dass NPC-Invasionen stattfinden oder Gegner, die halt einfach ein NPC-Modell haben, da sind und einen attackieren. Wer weiß, ob die nur einmal irgendwo sind oder tötet man die und kriegt deren Rüstung und das war's. Oder ob die jemand sind, der mit einem redet oder so. Oder ob es einfach nur ist, dass man die Rüstung findet und man selbst anzieht. Das heißt, es hat keinen echten Wert, drüber zu spekulieren, wer die Leute sind, die wir hier sehen. Was für mich einen sehr großen Wert hat, zu spekulieren, ist das Ding hier. Dieses leuchtende Teil. Das sieht natürlich A aus wie ein Mond, aber B halt auch, als wäre es eine große Rune. Und ich behaupte mal, es ist wahrscheinlich, dass es einfach Mikelas Rune ist. Weil, wenn wir uns die großen Runen ansehen, haben wir zwei Runen, die auf der rechten Seite diesen Strich haben. Die große Rune der Ungeborenen von Renala. Aber auch Malenias große. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass die große Rune der Ungeborenen die gleiche Form hat. Malenia aber ist natürlich klar, wird die gleiche Form haben wie Mikela. Und es ist Kreis und auf der rechten Seite ist der Strich der Senkrechte. Warum ich davon überzeugt bin, dass sie die gleiche Form haben werden oder ungefähr die gleiche Form, ist simpel, weil Morgoth und Moog die gleiche Form haben. Und das sind Zwillinge. Interessanterweise haben ja auch Radahn und Rykard die gleiche Form, die einfach nur Brüder sind. Aber halt eine andere Blutlinie. Und da ist jetzt für mich natürlich sehr die Frage, warum ist die große Rune der Ungeborenen in der Form an der von Malenia angelehnt und nicht in der von Rykard und Radahn, weil die müsste ja für Renala, für die Mutter von denen stehen. Aber es ist das Ei aus Bernstein, das einst Renala gehörte. Und wir wissen nicht, was dieses Ei aus Bernstein ist. Es wäre gut möglich, dass dieses Ei aus Bernstein nicht von Renala ist, dass es da ein anderer Halbgott drin ist, der noch nicht geboren ist, der nie geboren wurde vielleicht. Es wirft jetzt natürlich auch Spekulationen auf. Auch eine Sache, die ich dazu interessant finde, weil sie hier so offen ist auf der einen Seite. Es
ganz am Ende, wenn man das DLC vorbestellt, kriegt man ja als Bonus diese Geste hier. Ring of Mikela heißt diese Geste. Und wenn man die Arme so hält und wenn die sich nicht ganz berühren, sondern ein bisschen offen sind, dann sind sie ja wirklich von der Gesamtform sehr nah an dem, was ich jetzt einfach die große Rune von Mikela genannt habe. Die Form ist sich schon ähnlich. Aber warum hier diese Rune einfach ist, hier mitten im Gebiet, keine Ahnung. Vielleicht ist es was, was nicht so im Spiel passiert. Vielleicht ist es irgendwas anderes. Vielleicht ist es so ein Symbol, was halt so rumschwebt, einfach wie die von Marika ja auch immer überall sind. Das hier ist ein random ass Shot von irgendeinem Typen. Sieht sehr nach Gladiator aus, dank diesem Rock, sehr ein bisschen römisch angehaucht. Super interessant hier ist natürlich die Maske. Die Maske erinnert sehr an die von Malay Marai oder von Tanith und damit auch von den Entführerjungfern. Also sehr so adeligen Masken eben. Witzigerweise habe ich gerade die Maske hier von Dialos auch auf. Genau hier, Maske der Marai. Die von Tanith habe ich hier gar nicht, glaube ich. Ah. Aber hier sind alle wie aus. Haben wir bestimmt alle nicht vergessen. Ich habe mit dem Charakter gar nicht alle Items, die es gibt. Blöd. Aber so, wir haben ja gerade für Adelige oft diese Masken. Und die hier, wenn ich vor allen Dingen, sieht extrem ähnlich zu dem aus, was der hier aufhat. Ich sehe sie fast eher nach der Fiktialos aus, wenn ich mir das so angucke. Interessant, ist ja auch adelig. Auch sehr ähnlich, ne? Mit dem spitzen Bart und den großen Augen. Das Schwert ist auch irgendwas Besonderes dran. Und auch an dem Helm, das sind an diesen Ohren diese Kringel dran. Ich glaube nicht, dass es Haare sind. Das sieht eher aus wie, als würde es eine Person darstellen. So wie halt oft diese Masken ja auch so Haare quasi aus Metall dran haben, um halt, naja, jemanden darzustellen. Wie hier das. Auch oben diese komischen Blütenhaare dran. Ne? Das Schwert ist auch interessant, weil da so eine komische Form am, an dieser, wie auch mal dieser Querstrebe halt heißt. Klar, interessant ist natürlich, dass er diesen Mantel aus Pelz auch anhat, aber es sieht insgesamt erstmal, abgesehen vom Helm und Schwert, finde ich, sieht es aus wie eine relativ generische Gladiatorenrüstung. Oder römische Rüstung, irgendwas in die Richtung. Aber diese Kringel an dem Schwert habe ich direkt auch von verschiedenen Assoziationen gehört. Das Witzige ist, bei jedem, was ich mir angehört habe, ich habe das gesehen und habe direkt an eine Sache gedacht. Und bei jedem, wo ich gehört habe, was denkt der so drüber? Weil ich habe mir so ein, zwei Videos auch angesehen von Leuten, die auch so ein paar Gedanken hatten. Habe ich andere Sachen gehört, was mit diesem Schwert assoziieren. Und das finde ich auch extrem witzig. Da muss ich jetzt auch natürlich gucken, ob wir hier überhaupt alle Items haben. Ich möchte einfach ganz viel. Das mache ich auch immer gerne. Einfach Kram in die Kiste legen. Kann natürlich auch sein, dass es... Naja, selbstverständlich. Und natürlich Kram nicht besitzen ist auch immer so ein Ding. Genau, mit dem hier habe ich es viel assoziiert gesehen. Das fand ich auch interessant. Boah, ich komme mit der Stürmung nicht klar. So, weil ersterer war nämlich auch, woran ich direkt gedacht habe, als ich es gesehen habe. Hier dieser Stab des Bewachers hat oben diese Kringel. Das ist von diesen Wachhunden des Erdenbaums. Und das ist... Ja, das sind auch diese Kringel. Aber wenn ich es genau anschaue, habe ich das Gefühl so, nee, das ist nicht... Das sieht nicht so ähnlich aus. Also es war meine erste Assoziation, als ich die Kringel gesehen habe. Und ja, ich muss zugeben, ja, gibt es bestimmt ein naheliegenderes. Was ich auch gehört habe, ist hier Schwert von St. Trina. Bin ich auch nicht 100% sicher. Verstehe ich auch, warum man sofort dran denkt. Aber sieht mir auch nicht so ähnlich aus. Weil das von St. Trina ja sehr diese ganz, ganz filigranen Blüten hat. Habe ich denn hier nichts? Was ist denn hier los? Hey. Ich dachte, ich hätte hier mehr Items bei dem Charakter. Ich habe irgendwie in Erinnerung, glaube ich, habe alles mit dem verdient. Aber naja, ist halt nicht so. Aber ich will auf dem bleiben, wegen einem anderen Item, was später noch kommt. Ich habe es auch viel assoziiert gesehen mit dem Schwert von Radahn, weil da oben diese Mähne auch genauso an dem Heft dran ist. Für mich sieht das Schwert insgesamt mehr nach einem Trollkriegerschwert aus.
Aber wer weiß. Also das ist halt auch sehr so, ja, okay, das ist halt irgendein Schwert. Da kann man jetzt viel spekulieren, was es damit auf sich hat. Sieht interessant aus. Es ist so vom Style her so ein bisschen passend das wirklich zu der Rüstung, wer weiß. Aber ja, ist cool, so ein Schwert. In that forsaken place. Hat er ja schon geredet und ich habe einfach... Nee, bisher hab ich's gesagt. An jedem verfluchten Ort muss das Blut fließen. Das Blut euresgleichen, der Getreuen des Erdenbaums. Das ist interessant, ne? Und hier ist dieser Typ in dem Topf. Diese Säule ist ja auch geil, diese Kringelsäule. Okay, also das Blut fließen muss. Blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. Ja, okay, das mit dem Text beachten wir erstmal nicht. Gucken wir erstmal weiter. So, wo waren wir hier bei dem? Der hier. Der erste Charakter, an den ich gedacht habe, ist Go aus Go aus Dark Souls 1 DLC. Der Riese mit dem Bogen, der Kalamit-Verein da schießt, der die ganze Zeit schnitzt. An den erinnert er mich einfach vom Helm her. Natürlich auch so ein bisschen an Havel, ein bisschen an Siegwart und sowas. Einfach jemand mit einer fetten Rüstung. Sehr cool. Dass er diesen Topf hat, ist interessant. Ich meine, in die Untertitel sind so ein bisschen zu schnell. In dem Gesprochenen sagt das noch nicht, aber ich finde jetzt sofort, ein Topf und Blut gut assoziiert, wie bei Alexander und so, den Kriegergefäßen. Ist ja auch immer Blut drin. Wir sehen ja später auch noch, wie der Befleckte so einen riesigen explodierenden Topf wirft. Wer weiß, ob es eine Waffe oder ein benutzbares Herstell-Item ist. Aber das kommt mir ja auch vor, so, okay, der kann das wahrscheinlich auch, der Typ hier. Blood must spill. Das finde ich auch super spannend. Hier sind violette Blumen. Da hinten sind sogar Lilien. Trinas Lilien, offensichtlich. Lila ist assoziiert mit Schlaf in Elden Ring. Ist eigentlich nur Schlaf ist irgendwie lila. Sonst ist in Elden Ring fast nichts irgendwo an lila Farbe überhaupt zu sehen. Vor allen Dingen nicht in Effekten. Und hier liegt ja auch eine Person, sie aus, wenn sie schlafen. Hat auch eine Maske auf. Mir gibt es irgendwie total Energie von Sekiro. Sieht irgendwie sehr, für mich, ich weiß nicht warum, wenn sie so Blumen, keine Ahnung. Weil diese Maske und diese langen Haare sind. Aber es ist auch hier so ein... Ich persönlich habe direkt gedacht, das ist irgend so ein NPC-Gegner und man läuft hier lang und dann steht er auf und attackiert einen oder sowas. Wird schon irgendwie sowas sein. Aber auch hier. Maske hat natürlich auch sehr was von den Doktoren wie Vare, die ja auch diese Masken tragen. Also ich finde, die Maske sieht weniger nach den Adeligen aus als nach den Doktoren. Der Rest der Kleidung passt auch nicht so gut zusammen. Sie haben mich ranzig aus. Blood must spill. Das hier ist brennend interessant, finde ich. Hier sitzt eine Person auf dem Thron. Hoffentlich diesmal da tatsächlich nicht der Spieler, der läuft ja hier. Der Raum erinnert mich direkt an mehrere verschiedene Sachen. Natürlich irgendwie an Bloodborne, an die Kirchen da, aber damit hat er natürlich nichts zu tun. Vor allen Dingen an Dark Souls 3, an die Kathedrale, wo ja dann auch diese komischen Schleimwurmviecher, diese Menschen, die halt auch zur Wiedergeburt sind, wo denen die Finger gedient haben. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die alte, die da in dem so Raum sitzt, auf diesem Bett, die einem halt dann umskillen lässt. Da hängen nämlich so Betten an der Decke und hier hängen diese Käfige. Hat natürlich auch was von Rykard. Insgesamt würde ich es aber tatsächlich sehr viel mehr mit Caria assoziieren, weil diese Lampen hier einfach Schimmersteine sind. Das hier unten sind Kerzen, blaue Kerzen, aber das sind Schimmersteine. Und mir gibt es einfach so von dem blauen Licht halt her einfach mehr so Magie-Caria-Assoziation. Und dann halt auch eine Sache, die ich tatsächlich auch nicht selber erkannt habe. Aber diese Person hier, offensichtlich irgendwie adelig sonst was, weil zumindest ein hohes Tier, sieht aus wie die Person in der karianischen Statue, wenn man sie umdreht. Hey, das ist natürlich gut zu erkennen. Ist passiert. So, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Können wir mal Pots 1000 Graphic Design, das ist mein Passion Mode gehen. Wunderschön, oder? Ich bin einfach zu bescheuert. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen horizontal und vertikal ist. So, da sind wir. Die hat diesen viereckigen komischen Hut. Ich mach's mal. Ich versuche das jetzt mal irgendwie auf den gleichen Screen zu kriegen. Kann man das machen?
kaum. Ich finde, das sieht sich schon ähnlich. Nicht identisch, weil dieser Kragen hier fehlt, aber man erkennt schon so ein bisschen, ah ja, okay, könnte die gleiche Person gemeint sein. Interessant ist es, oder? So, das wird nicht speichern. Weiter geht's. Natürlich ein Sumpf. Muss ein Sumpf sein. Ich bin so hyped dafür, den richtigen Giftsumpf zu sehen. Das fehlt mir in Elden Ring so sehr. So einen richtig guten, asozialen Giftsumpf wie Faron oder wie Blighttown oder wie Nightmare Frontier. Irgendwas in die Richtung. Auf geht's. Ich muss auch total an, wie heißt das, Mibo Village oder so, in Sekiro denken. Ich bin bei Sekiro nicht so tief drin. Ich weiß nicht mehr, wie die Orte heißen. Ich habe gar nicht so sehr alles gesehen. Wo man gegen diesen komischen Boss kämpft, wo man nur in die Hütte rein muss und dann von oben draufspringen, ihn mit einem Schlag tötet. Die Sekiro-Experten unter uns werden wissen, was ich meine. Aber mir gibt es auch sehr die Energie. Und das Schöne finde ich, das sieht komplett anders aus, das Gebiet, als was wir am Anfang gesehen haben. Das Bild könnte auch super interessant sein. Ich meine, wir wissen nicht, wer die beiden Leute sind. Der hier kommt später im Trailer nochmal vor. Wer die Dame hier ist, keine Ahnung. Die Art von Aufmachung sieht mir auch ein bisschen nach Adeligen aus, sehr nach dem Haus Marei und so, aber kein Plan. Bei der Hand bin ich mir nicht sicher, ob sie, das ist jetzt eine komische Pose für ein Gemälde, ob sie auf ihn deutet oder die Hand auf ihren Bauch hält. Also vielleicht ist sie schwanger. Der Mann hier hat eine Brosche an, die total nach Trina aussieht, nach St. Trinas Fackel zum Beispiel. Und die Brosche ist auch so eine andere Auflösung als der Rest. Also es ist total so, wenn man es posiert, ist man sofort so, hey, was? Die ist doch irgendwie relevant und wichtig. Die ist detailreicher als der Rest irgendwie. Gefäße, das sieht für mich. Da war meine allererste Assoziation witzigerweise Dragon's Dogma, der Dark Arisen Dungeon, also das DLC dort. Weiß ich, die sieht für mich total danach aus. Hab ich dann nach Conan Exiles, Sipta, auch DLC, witzig irgendwie. Vielleicht so ein DLC-Ding zu sein. Also da speziell an die Vault von Jill, glaube ich, oder den Harpien. Ja. Egal. Hier hängen Gefäße, aber es sind offensichtlich keine lebendigen Gefäße. Sie haben keine Arme und Beine. Es ist vielleicht wirklich einfach nur Töpfe. Aber es erinnert mich auch an die Plünderer, die dann ja die Gefäßburg überfallen in Elden Ring. Vielleicht ist das quasi deren Ausbeute hier. Es ist, denke ich, relativ sicher ein Dungeon. Ich hoffe, ein fetter Legacy-Dungeon. Ich hoffe, wir kriegen mindestens zwei. Also einen bestimmt, aber ich hoffe ja auch zwei. Aber ich bin nicht so leid. Ich bin sehr gierig einfach. Ja, aber vieles hier ist natürlich nicht zu sagen über diese Aufnahme. Das hier sieht für mich total nach Heldengrab aus. Das ist diese riesige Röhre durch die, keine Ahnung, Lava-Fies. Das ist vielleicht einfach irgendwie runtergekracht und man kann es benutzen, um hochzuklettern und sowas. Ja, nee, es ist keine Röhre, die runtergekracht ist. Es ist eine, wie heißt das denn? Da ist so eine rotierende Spindel drin, die für Wasser eigentlich benutzt wird, um Wasser hochzutransportieren. Also es ist auch schon was im Mittelalter schon gemacht wurde, so dass man eine Röhre hat, in der einfach eine Spirale ist, die quasi am Rand der Röhre wirklich luftdicht abschließt. Und dann hält man die in Wasser rein und dreht und dann wird Wasser quasi hochtransportiert und kann dann quasi wie über so eine Staustufe drüber einfach gebracht werden, um Wasser halt von unten nach oben zu transportieren, mit relativ wenig Aufwand. Und es wird hier mit Lava gemacht. Interessant. Ich mag auch sehr, wie die Charaktere so ein bisschen hier wechseln. Also hier ist es ja auch. Genau. Ich habe das Gefühl, so jetzt war hier war es zum Teil, da ging es um NPCs. Hier sehen wir ein paar lustige Charaktere. Und jetzt wechselt plötzlich. Und es geht um Gebiete. Und jetzt ist immer ein anderer Befleckter. Der hier hat ja eher sowas wie die Rabenrüstung. Es ist nicht die Rabenassassinenrüstung. Es ist anders. Es ist nicht ein Umhang. Es sind zwei Teile. Aber es ist andere Kleidung als der Wolf, den wir vorher gesehen haben. Da ist der Wolf wieder. Aber das ist ja hier der Gefangene. Also die Startklasse. Aber der hat ein Kreuz in der Hand. Der hat irgendwas in der Hand, was so... Ja, ist schwierig zu sagen. Also er hat entweder hier so eine Klinge, hier eine so. Kann sein, dass das auch einfach nur die Schwertscheide ist. Es ist sehr schwer zu erkennen. Ja, vielleicht hat er ein langes Schwert und eine Schwertscheide.
Das ist für mich Legacy Dungeon, offensichtlich. Und das Interessante hier ist, man sieht ja auch hier diesen Baldachin am Himmel. Diese total edle Burg. Und nach oben hin wird es immer dunkler und hier ist sie richtig so, die löst sich so auf. Und hier sieht man auch so Wurzeln raus. Und ich sage, das ist Todeswurzel. Das ist für mich naheliegend, dass es irgendwas in die Richtung ist. Vielleicht ist es aber auch einfach nur irgendeine Wurzel oder ein Baum im Hintergrund. Das ist vielleicht gar nicht an den Häusern, wer weiß. Hier geht es ja auch im Hintergrund oft noch irgendwie weiter. Und es scheint nach oben zu fliegen. Und hier in dem Bild sieht es ein bisschen aus, als wäre das wie so ein Strudel, in den es reingesogen wird. Aber wir wissen ja schon, dass es dieser Baldachin ist hier oben. Ja, okay. Jetzt gucken wir mal kurz auf den Text, was hier so geredet wird. Hier redet nämlich immer noch so ein Mann. In that forsaken place. Ich muss mal kurz gucken. Am Anfang redet doch auch ein Mann. Was ist ein anderer, oder? Hearts of men. Ja, das ist jemand anderes, seine tiefere Stimme. There is nothing more terrifying place. Ja, hier redet jemand In that forsaken place. Blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. An jedem verfluchten Ort muss das Blut fließen, das Blut euresgleichen, der Getreuen des Erdenbaums. Und hier ist bei jedem einzelnen Wort was anderes zu sehen. Blut muss fließen, wird hier gesagt, wo wir diese Person legen. Die ist vielleicht auch tot, wer weiß. Also ich habe gesagt, die schläft vielleicht, weil hier diese Trinas Lilien sind. Aber die Assoziation, dass sie tot ist, ist natürlich auch naheliegend. Auf sich sind wir auch eine Höhle, ich sehe hier Stalagmiten. Ja. Und dann hier bei dieser Person wird nämlich gesagt, das Blut euresgleichen. Im Englischen of your fellows, also quasi sowas wie eurer Begleiter, eurer Freunde, sowas in die Richtung. Hier ist euresgleichen, also auf sich andere Befleckter. Und dann fängt er an zu reden und als wir das Bild hier sehen, kommt dann der Getreuen des Erdenbaums. Das sind dann wohl Leute, die Getreue des Erdenbaums sind. Also ich finde, ja, den man gerade sieht, ist, worum es gerade geht, naheliegend. Das ist ganz normal, wie man halt so Sachen macht, ne? Und hier fängt dann jetzt eine ganz andere an zu reden, die sagt, sie waren keine Heiligen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was hier passiert. Waren keine Heiligen, sie stand im Krieg einfach auf der Verliererseite. Und wir sehen diesen riesigen Wicker Man. Ich weiß nicht, was Wicker Man auf Deutsch heißt. Ich will nicht The Wicker Man, ich will wissen, was ein Wicker Man ist. Ich bin auf Wikipedia, aber es gibt nur eine englische Seite dafür, was ein Wicker Man ist. Schade. Es ist so ein Ritual irgendwo aus Skandinavien. Von Kelten, nicht Skandinavien. Mal kurz hier aber. Boing, Wikipedia. Die beste Quelle. Das hier ist ein Wicker Man, man erkennt sofort, das ist der. Und da sind Leute drin. Und es war so ein Ritual, um Sünden zu bestrafen oder sowas. Der wurde dann angezündet und da waren Leute drin gefangen. Und dann wurde das halt quasi, wurden die mit dem verbrannt. Es ist nicht ganz klar, ob es das wirklich gab. Aber Julius Caesar hat das wohl gesagt. Ja, wen es wirklich interessiert, der kann sich das natürlich auch einfach irgendwann mal durchlesen. Ich mache das hier jetzt gerade wieder weg. Aber das ist der und man sieht hier, ich gibt so viel zu sehen. Das ist so krass. Also zum einen ist es offensichtlich ein Gimmick-Kampf, wo man auf dem Pferd ist. Es kann ein Bosskampf sein, es kann ein Open-World-Kampf sein. Das Witzige ist, hier ist der Vagabund als Charakter drauf. Zum einen ist hier diese riesige Sonnenmaske, die mich total an den Dummfresser erinnert, der ja auch auf seiner Brust diese Sonnenmaske hat. Die sieht anders aus, aber ist irgendwie ähnlich. Hat auch diese Locken, was mich natürlich wieder an Trine erinnert. Gleichzeitig sehen diese Strahlen aber aus wie Hörner von Omen und die Finger auch. Ach, das geht so schnell. Die Finger sehen für mich auch noch Hörner von oben aus. Diese ganzen komischen Stacheln, die man sieht, das sind aber hunderte von Armen. Das sind ganz, ganz, ganz viele Menschen in diesem, ja, in diesem Wicker Man. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ich cooler Maus, kann man auf Deutsch das. Das ist ja eigentlich auch einen Namen haben, ne? Der Wickermann. Okay, ja. Oder Korbmensch. Okay.
So, ja, klar, Wicker Basket ist ja auch ein Wort, das sind ja diese geflochtenen Körbe, also wird schon Korbmann oder sowas heißen. Man sieht, dass diese ganzen Menschen hier drin sind und gefangen sind und er wird angezündet. Das ist total ähnlich zu dem Dark Souls 2 Boss, den man unten im Gatter bekämpft. Das ist einer von diesen vier großen Seelenträgern. Der Rotten? Ist das, heißt der so? Ja, Tatsache. Der hier. Das ist doch einfach ganz ähnliches Motiv. Wir sind ja auch diese. Der ist ja auch aus diesen ganzen Leichen und zusammengemacht, gefesselt aus Ketten und so ein Zeug. Der besteht ja auch aus ganz vielen Leichen. Der hat ja auch diesen Korbkopf. Und das finde ich sehr ähnlich. Also die Inspiration ist auf jeden Fall da. Also offensichtlich weiß Miyazaki, was ein Wicker Man ist. Weil das hier ist ja jetzt wirklich. Das ist ja einfach einer. Also. Es ist geil, dass der angezündet wird und dann brennend gegen einen kämpft. Und die Person, die redet, sagt, na, wir gucken erstmal die Bilder an. Der Wurmmann. Das sieht natürlich total aus wie ein Wurmgesicht. Naheliegend ist, dass es einfach mal ein Wurmgesicht ist, was nicht diese ganzen Blutegel im Gesicht hat, sondern selbst einfach nur ein Wurm ist. Hier oben ist sowas wie Augen drauf. Ist ja auch sehr nah an einem Wurm, den es echt gibt. Hat halt kein, haben ja auch immer den Umhang an in Elden Ring, aber hier halt bis der jetzt halt nicht. Der Beine? Nee, der hat einen Wurmkörper. Ist doch ein bisschen anders. Karianische Ritterrüstung. Auch sehr nett, dass es hier quasi mitten in der Nacht ist. Blauer Hintergrund, weil es Nacht ist. Karianische Ritterrüstung. Der Mond im Hintergrund. Das ist irgendwie schön. Gott, ist der toll. Es ist bestimmt richtig scheiße, gegen ihn zu kämpfen, aber ich liebe, wie der aussieht. Oh, und dann der hier. Der ist natürlich ganz groß. Dieses Bestienvieh hier. Das Ding. Da gibt es natürlich auch extrem viel zu sehen. Ich lasse ihn mal kurz noch für sich stehen. Offensichtlich ein Bosskampf. Was zur Hölle ist das? Ich habe direkt 100 Sachen an Assoziationen, was natürlich bei einem Wesen, was aus so vielen Teilen besteht, klar ist. Zum einen haben wir dieses riesige Bestienmaul hier, wie so ein Löwe. Dazwischen, dahinter aber menschliche Zähne. Es ist keine sehr realistischen menschlichen Zähne, aber es offensichtlich soll es die Form von menschlichen Zähnen sein. Ich kenne mich nicht so gut mit den Zähnen von Tieren aus. Es sieht mir eher nach einem Pferd aus als einem Mensch, aber ja, okay, im Vergleich zu dem Löwen auf jeden Fall sehr menschlich. Und dann kommt diese kleine menschliche Hand hier und macht den Mund zu. Und das ist interessant, weil mich erinnert sofort an Serosh. So, der Löwe wird halt so ein bisschen gezähmt quasi. Aber gleichzeitig auch an Godric mit seinem Drachenkopfarm. Weil ich habe im ersten Moment, nicht im ersten Moment, weil im ersten Moment denkt man natürlich, ah cool, das ist der Kopf von diesem Monster. Offensichtlich sowas wie ein Omen. Aber ich habe anhand der Bewegung vielmehr das Gefühl, das ist der Arm. Das ist quasi wie am Ende des Armes von was auch immer das hier für ein Wesen ist und wir den Kopf gar nicht zu sehen kriegen hier im Trailer. Wir haben natürlich überall diese Hörner. Wie bei einem Mal. Habe ich gerade oben schon wieder gesagt, so ist es. Hier aus der Perspektive sieht er auch gar nicht mehr so sehr nach Löwe aus, sondern vielmehr nach Scheusal und er hat so geflochtene Zöpfe und ich bin auch ein bisschen so, ist das was von Godwin übrig ist? Oder so? Wer weiß. Die goldenen Haare. Mit den geflochtenen Zöpfen könnte sehr Marika-nah sein. Aber Male, gerade die, die ihre Hörner noch haben, sind natürlich auch nahe assoziiert mit den Adeligen, mit dem Königshaus. Und ich finde, es sieht auch sehr nach Verpflanzung aus. Weil, ja. Gott, wie. Was ist das hier hinten, ne? Hier ist ein Bein. Es bewegt sich auch. Also das ist kein Löwe oder Mensch, das ist irgendwas, was viel mehr Teile an sich hat, als es haben sollte. Das ist verpflanzt, auf jeden Fall. Geil, dass sie uns wieder essen. Das ist ein Geweih von einem Hirsch hier. Boah, was da wieder alles dabei ist. Dieser Clip hier, der war für mich das, hey Moment, das ist doch aber nicht, das ist doch nicht der Kopf. So springt doch keiner mit seinem Kopf. Guck, der holt hier richtig aus und versucht einen so zu packen. Das hier hinten ist ein Baum, das verwirrt natürlich ein bisschen. Aber es ist irgendwas wild verpflanztes. Ein
Die Bewegung auch sieht für mich nicht aus, als wäre das hier. Sieht für mich eher aus, wäre hier der Kopf irgendwo. Ja, und diese 100 Beine, die man hier sieht. Und dann kommt plötzlich Blitz dazu, ne? Da ist natürlich die Godwin-Assoziation naheliegender. Aber auch da, der Blitz ist hier irgendwo einfach gegriffen und es hat nichts damit zu tun, wo dieser komische Kopf eigentlich ist. Also, ja. Wird wahrscheinlich einfach ein sehr krasser Bosskampf. Und dann kommt der krasse Boss. Also offensichtlich Boss, weil wir sehen ja sogar, wie er kämpft. Das hier. Okay, jetzt können wir kurz den einen Satz hier vorne angucken. Sie waren keine Heiligen. Sie standen im Krieg einfach auf der Verliererseite. Aber das ist auch interessant. Sie waren keine Heiligen, sie standen einfach auf der Verliererseite. So, also sind es die, die verloren haben. Warum ist denn dann, warum steht zur Debatte, ob die Heilige war? Und ich meine, es geht ja hier um das Land der Schatten. Gott, hier oben sieht es total nach Todespest aus, hier der Himmel. Es geht ja um das Land der Schatten. Und da kann ich mir vorstellen, dass in dem Land der Schatten quasi die Heiligen, die Feinde von dem sind, was hier etabliert eben die Herrscher sind und die halt zu sagen haben. Also dass nur weil jemand hier besiegt wurde von den Schattenleuten, heißt es nicht, dass er heilig war, aber alle Heiligen wurden auf jeden Fall bekämpft. So, dann gucken wir mal, was jetzt der Headhorncho hier zu sagen hat. Mutter. Würdet ihr den Fürstentitel wirklich an einen so Lichtlosen vergeben? Das ist ganz kurz hier zu sehen. Mesmer heißt er, wissen wir ja schon. Der ist so interessant designt. Er hat hier Schlangen. Schlangen sind natürlich mit der Sünde assoziiert. Aber hier irgendwelche schwarze Flamme, die dann in Rot übergeht. Und das ist, finde ich, das Interessante. Ich habe das Gefühl, das ist fast so ein Assoziationsspiel, wie so ein Rorschach-Test. Was denkt man, was diese Flamme hier ist? Und es gibt so viele Sachen, die das sein könnte. Schwarze Flamme, die in Rot übergeht. Und die Farbe der Flamme auch. Es könnte der Schicksalstod sein. Das ist eine schwarz-rote Flamme. Aber es ist ein pinkeres Rot und nicht so gelb. Es könnte Dornenmagie sein, weil wenn wir hier diese schwarzen Streifen anschauen, die hier so weggehen, das sieht nach Dornenranken aus. Es könnte quasi die Dornenranken der Sünde sein, was auch passt, weil er Schlangen hat. Es könnte Magma sein, Drachenfeuer, was auch passt, weil hier ein Drachenmotiv auch zu sehen ist. Werden wir auch gleich noch drüber reden. Aber der hat auch ein sehr starkes Drachenmotiv. Es könnte Blutflamme sein. Er sagt, Mutter, würdet ihr den Fürstentitel und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, wer die Mutter ist. Es könnte die formlose Mutter sein. Es könnte sein, dass es die Blutflamme ist. Wir kommen ja über Mooks Bosskampf da rein. Ja, warum nicht? Es könnte die Riesenflamme sein, allein der Farbe wegen. Die Farbe ist am nächsten an der Riesenflamme eigentlich dran. Und das finde ich krass. Das könnte alles sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, was das sein könnte. Ich bin eher der Meinung, es ist wahrscheinlich was ganz Neues. Es ist schon wieder eine neue Form von Flamme. Schattenflamme oder so ein Spaß. Wer weiß. Ja, aber Drachenmotiv. Er hat die Drachenrüstung. Jetzt gucke ich mal kurz, ob der Charakter hier. Was? Der Controller schon wieder ausgegangen, zu lang ja, irgendwo außerhalb des Spiels gewesen. Ich gucke kurz, ob der hier die Drachenrüstung hat und wenn nicht, logge ich um auf den anderen Charakter. Aber das für mich. Ah ja, doch hier, die Drachenritterhelm. Die hier. Schwarzeisenhelm der Drachenritter, verziert mit den Überresten eines erlegten Drachen, sowohl ein Zeichen stolzer Drachenjäger als auch der Beweis für die Teilnahme an der Kommunion. Von Geburt an sprechen Drachenritter nicht ein Wort, okay, das ist nicht wie der, suchen ihr Leben lang nach der Stärke der Drachen, ihre Schönheit und Ehrfurcht gebieten in Präsenz. Viel näher als der Helm ist natürlich diese Rüstung. Wenn man die sieht, ich ziehe den Helm jetzt trotzdem auch mal an, da hat er nicht viel mit zu tun. Ein bisschen, er hat auch so einen Helm, der so nur den halben, der die untere Hälfte vom Gesicht freilässt, aber ganz so ähnlich sieht es nicht aus. Aber dieser Umhang hier hinten, ne? Aus den Flügeln, der so asymmetrisch ist. Das ist ja eigentlich, was er da auch hat. Man sieht ja an der Seite diese Flügel. Und es ist interessant, dass er Drachenkommunion irgendwie mit sich assoziiert hat. Cool ist natürlich, was natürlich auch wichtig ist, er hat zwei Schlangen an sich.
Hier ist eine und hier oben ist die zweite. Zwei Schlangen ist natürlich auch sehr so DNA-Spirale, Kadokios, also Spaß. Und das hier ist auch ein extrem wichtiger Shot. Das Auge ist gelb mit einer Schlangenförmigen, also nicht Schlangenförmigen, wie bei einer Schlange mit so einem Schlitz als Auge, als Pupille. Und das ist, so ein Auge kriegt man, wenn man Drachenkommunion benutzt. Und er hat die Rüstung an von jemandem, der Drachenkommunion benutzt. Oder wie sagt man denn da? Jemand, der Drachenkommuniont hat. Das stand doch hier in dem Helm doch, glaube ich, drin, oder nicht? Ja, der teilgenommen hat an der Drachenkommunion. Also, der hat auch genauso eine Rüstung an. Er hat an der Drachenkommunion offensichtlich teilgenommen und er hat auch die Augen von jemandem, der das gemacht hat. Der Helm selbst sieht auch nach Drache aus. Es ist ja hier ein Drachenkopf oben drauf und diese Flügel an der Seite. Ach, mit dieser Kette und so, aber wow. Und was er sagt, ja, bevor er was er sagt, der Speer sieht auch total interessant aus. Mir sieht er ein bisschen aus nach dem Baumspeer von Siluria, wegen dieser komischen Zweige hier. Dieses Ding hier erinnert mich dann aber auch sehr irgendwie an Moog, der ja einen Dreizack trägt, aber das hat auch so ein bisschen so ein... Ich assoziiere es auch ein bisschen damit. Das kann man gucken, wenn wir... Was haben wir hier? Nehmen wir mal unseren Charakter und gucken mal kurz bei Waffen, ob wir was finden, was so ähnlich aussieht. Ich habe das Gefühl, da muss es was geben, was so aussieht. Wenn es Moogs Speer ist, müssen wir natürlich bei Emiya schauen. Ja, den natürlich. Aber da muss ich auch dran denken, Radans Schwerter anzuschauen. Haben wir die nicht sogar? Habe ich die nicht gekauft? Oh ja. Warum? Radans Schwert? Da sind diese Locken dran. Das ist wie dieses andere Schwert, was wir vorhin gesehen haben. Aber das nur so am Rande. Falls man da nochmal gucken will, was das war. Aber bei den Waffen hier gibt es nämlich auch. Speere haben wir hier jede Menge. Das Doppelklingen. Das ist echt Detektivarbeit hier, ne? Also, es sieht nicht aus wie der Rheinfäule-Speer. Aber die Spitze vom Rheinfäule-Speer sieht sehr aus wie hier die Rückseite von dem Speer. Naja, nicht so sehr. Auch nicht so sehr. Das war falsch. Ja, Großspeere. Oh, ja genau, der Baumspeer. Ja, irgendwie schon eher, ne? Der hat irgendwie was von dem. Nicht so viel, aber auch sehr ähnlich irgendwie. Hier. Genau, an den habe ich vor allen Dingen gedacht, an Silurias Baum. Der jetzt auch nicht wirklich ähnlich ist, aber jetzt schauen wir mal nach. Kraft von Echo, wo sind wir? An dem sieht es auch schon so. Na, man kann es jetzt hier natürlich nicht so gut erkennen und ich will es jetzt nicht kaufen. Na doch, soll es. Yes. Ja. Ich kann Moogs Echo ja einfach duplizieren, wenn es sein muss. Oh ja, okay, ja, das ist er. Das ist fast Moogs Speer, ohne die zwei weiteren Zacken. Quasi die Unos-Version von Moogs Speer. Wow, okay. Cool. Sehr ähnlich, also... Warum ist es relevant, dass es aussieht wie Moogs Speer? Weil er natürlich dann wiederum die Assoziation mit, benutzt er da die Blutflamme naheliegender ist. Sind ja über Moog überhaupt erst reingekommen. Und dann ist natürlich wichtig, was sagt er? Mutter, würdet ihr den Fürstentitel wirklich an einen so Lichtlosen vergeben? Im Englischen redet er natürlich sehr viel hochtrabender. Wouldst thou really?
So, someone so bereft of light, so Sachen, wo da muss man erstmal nachgucken, was das überhaupt heißt. Im Deutschen ist es total easy. Aber er sagt ja Mutter. Und jetzt natürlich die Frage, wer ist das? Wer ist die Mutter? Und da ist natürlich die Assoziation, meint er vielleicht die formlose Mutter? Was für mich viel naheliegender ist, ist, wir gucken einfach mal an, wie sieht denn er selber aus? Rote Haare, dieses Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich könnte schwören, es sieht genauso aus wie Malenia. Ich behaupte, die Mutter ist Marika. Vor allen Dingen auch so, Mutter, würdet ihr den Fürstentitel wirklich an einen so Lichtlosen vergeben? Klar, Mok will ja auch der Fürst des Blutes werden. Die formlose Mutter vergibt auch den Fürstentitel. Aber warum ist für die relevant, ob man lichtlos ist? Während für Marika wäre das natürlich super relevant. Und er sieht ja aus wie Malenia. Und er fängt mit M an. Mesmer. Und ich halte für sehr naheliegend. Ist natürlich, das ist vor allen Dingen sehr so ein, ah ja, dann kommt das DLC raus, dann lernen wir, was wirklich ist. Dann ist das jetzt alles für die Katz gewesen. Aber ich halte im Moment sehr, für sehr naheliegend, dass er einfach der Bruder von Mikela und Malenia ist. Vielleicht der Drilling, aber vielleicht auch einfach jemand Eigenes. Und er lebt in diesem Land der Schatten. Also vielleicht lebt er gar nicht in der echten. Und da ist mir jetzt auch direkt die Assoziation eingefallen, dass er vielleicht im Bernstein-Ei drin ist. Er ist vielleicht das, der Ungeborene oder der, ja, die Totgeburt, die in diesem Bernstein-Ei drin ist. Da scheint ja irgend so ein Embryo drin zu sein oder sowas. Vielleicht ist er nie geboren worden und lebt nur in der Schattenwelt. Und er kann nicht der Lord werden. Aber auch, ich meine, der Lord ist ja quasi der Partner von der Gottheit, von Marika. Und wenn jemand anders als Marika die Gottheit wird, dann kann jemand anders der Lord werden. Also kann der Partner von dieser anderen Person der Lord werden. Das ist, glaube ich, sehr, was Mok wollte, dass Mikela quasi zum Lord wird, nicht zum Lord, zum Gott. Und Mok selber dann halt der Lord, der dazugehört. Also im Deutschen, der Eldenfürst ist ja einfach der Konsorte von der Königin. Der Gottheit. Und wenn Mikela Gott ist und Mok der Konsort, dann ist er der Fürst. Ja, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Doch eine Sache noch, warum ich extrem interessant fände, wenn das einfach der Bruder von Malenia und Mikela ist. Ist nämlich eine Sache, die mich im Spiel immer gewundert hat, der ich nie zufrieden war mit allen Erklärungen, die ich überall gehört habe. Wir haben den heranwachsenden Schmetterling, steht für Mikela. Wir haben den ironischen Schmetterling, steht für Malenia. Wir haben den schwelenden Schmetterling, für wen steht der? Und ja, die Assoziation bisher war immer wahrscheinlich für Melina, aber warum ist Melina irgendwie relevant? Also warum sollte es für Melina stehen? Die ist doch kein Geschwister von Mikela und Malenia. Und ja, irgendwie schon, weil Marika wahrscheinlich ihre Mutter ist. Aber das heißt, also ich bin ja eher Anhänger der Theorie, dass Melina quasi Teil von Rani mehr oder weniger ist. Für mich irgendwie viel naheliegender. Und irgendwie hat mich das nie zufriedengestellt. Aber wenn Mesmer jetzt der Dritte von den dreien ist, dann geben die schwelenden Schmetterlinge plötzlich viel mehr Sinn. Sie sehen total nach ihm aus. Der ewig brennende Schmetterling, den man in der Nähe von Lauffeuern und anderswo findet. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Mesmer zu den beiden gehört. Würde auch Sinn machen, Sinn ergeben in einem Mikela-zentrischen DLC, dass da so jemand auftaucht. Also ich habe schon eine Stunde jetzt geredet. So, hier irgendwelche neuen Gegner, neue Weapon Arts. Jetzt geht's los mit neuen Waffen, werden gezeigt. Das hier sind irgendwelche Krummschwerter, die irgendeine neue Weapon Art haben. Hier ist interessant, ich weiß nicht, was das sein soll, was das für ein Wesen ist. Das erkennt man null. Aber es hat so ein Kerzenständer in der Hand. Und das wiederum ist total interessant. Ich kann mich an jedem Detail aufhängen, oder? Ah, naja, dafür mache ich den Spaß hier. Wo haben wir ihn? Kerzenbaumholzschild. Ein hoher, mittelgroßer Holzschild, für seine Größe leicht einfach zu verhören. Das Motiv des brennenden Kerzenbaums gilt als heimliche Prophezeiung einer Todsünde. Das ist daher verboten. Ja, ich kann jetzt hier den Schild nicht hochhalten, weil wir im Nicht-Kampfgebiet sind, aber das ist doch
Muss jetzt hier auf dem Kopf sich natürlich denken, weil ich kann den Schild nicht umdrehen, weil das hier darf man nicht kämpfen. Das sieht für mich ähnlich aus nach diesem Kerzenständer. Das ist doch diese neue Weapon Art. Hier wird so viel. Ja, die spucken sogar Feuer damit. Ja? Wir sind hier nur im Grab. Das sind diese zwei Schwerte, dieses Huhn. Wow. Das ist auch geil. Also zum einen, das sind nicht einfach irgendwelche Wurfwaffen. Das ist eine Waffe. Das sind zwei Dolche, die man wirft als wahrscheinlich als die Asche. Gleichzeitig ist hier diese Stadt, die komplett lila ist. Hier ist lila Nebel. Hier sind überall so diese Baldachin-Verzierungen und sonst was. Diese Umhänge. Sieht für mich total nach Fia aus. Irgend so ein Geist, wo ich das Gefühl habe, so ähnliche Geister hat man schon mal irgendwo gesehen in Elden Ring. Aber ich kann nicht sagen, wo. Aber dieses Design kommt mir irgendwie total bekannt vor. Ich wüsste jetzt echt nicht. Also dieser Lichtschein hier ist halt, das ist was mich, aber ich kann es gerade überhaupt nicht benennen. Oh, bevor das passiert, warte mal. Durch. Ja, okay. Das ist nicht so schwer, dahin zu spielen. Ja, der verliert so schwarzen Nebel, wenn er getroffen wird. Auch diese Dolche, das sieht aus wie ein. Das ist nicht einfach nur ein Dolch. Egal. Dann das hier. Das ist auch offensichtlich eine Anrufung, mit der man Schmetterlinge beschwört. Erinnert mich, wie es dann so explodiert, sehr an von Astell, diese Explosion, die man macht mit seinen Kosmosenergien. Natürlich auch total interessant, hier sind diese Statuen von diesen Löwen. Das hier ist keine bestimmte Startklasse, es ist einfach ein reisender Adeliger. Sieht sehr aus wie Roderica mit blauer Kapuze, also die blaue Kapuze gibt es ja auch im Spiel. Diese Statue ist nicht einfach nur ein Löwe, das ist dieser Boss, den wir vorher gesehen haben. Und hier ist so eine Art Brunnen oder Thron. Oder vielleicht ist das, wo der Baum da rauswächst, diese riesige Trauerweide. Aber das ist ja, das hat ja Hörner hier. Also das ist offensichtlich auch wie dieses Mal- oder Scheusal-Bossmonster, was wir gesehen haben. Violette Schmetterling ist auch interessant, da haben wir auch noch keine Assoziation. Vielleicht gibt es eine neue Schmetterling-Art. Boah, mit diesen Effekten, wie mir das verzieht. Das ist einer der absoluten Hype-Momente. Eine Kick-Kombo. Ja, viel interessanter ist natürlich, ne, nicht viel interessanter, aber die Kick-Kombo ist natürlich geil. Ich sag, wow, cool, was wird das? 10 neue Waffenarten hieß es. Also wer weiß, was da alles Cooles Neues kommt. Das hier könnte ein Bosskampf sein, einfach basiert darauf, dass man hier eine goldene Nebelwand sieht. Könnte aber auch sein, dass es vorne ein Bossraum ist. Aber der könnte schon ein Boss sein, so wie der aussieht. So ein fetter Ritter mit einer riesigen Doppelklinge. Hier ist zu überspähen an den Wänden. Und da hinten ist auch so ein kleiner... sehen. Ja, hier ist so ein Banner. Und der Banner hat ein Zeichen, was wir bisher nicht kennen. Also das ist was Neues. Und die Kleidung von dem Befleckten, der das macht, ist auch neu. Erinnert mich sehr an die Priester aus Berserk. Das ist diesen einen Priester, ich weiß nicht mehr, der diese viereckige Nase hat. Aber das ist so, und natürlich an die Prediger aus Dark Souls 3 und sowas. Das ist auch cool. Ich meine einfach die Söldnerrüstung oder wie sie heißt. Soldatenrüstung. Das ist ein riesiger Topf und ich würde mal darauf wetten, dass das ein herstellbares Objekt ist. Dieser gigantische Bombentopf. Das ist absolut einfach Guts. Das ist Guts mit seiner Armbrust. Maschinengewehr-Armbrust, aber eine neue Guts-Rüstung, da sind wir natürlich alle froh, das zu sehen. Ziemlich cool. Der Helm vielleicht jetzt nicht, aber die Rüstung. Ah, komm mal. Aber hier sind wir in irgendeinem Wald. Also es sind so viele verschiedene Gebiete in diesem Trailer schon zu sehen, die alle so mischt sind. Wir haben am Anfang dieses große mit den goldenen Gräsern gesehen und dann sehen wir plötzlich Sümpfe und Lava und irgendwelche violetten Nebelstädte und so einen Wald, der so ein bisschen eine andere Farbe hat und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein Gebiet bleibt. Ja. Das ist auch super interessant, das Ding hier. Das ist so eine Art Bären-Löwendrache. Das ist also, was hier passiert ist, das ist kein Wesen. Das ist ein Befleckter, der eine Anrufung wirkt, die sehr wie Grails Schrei ist, wo dann dieser Drachenkopf erscheint und schreit. Und hier ist halt, es ist ein Bär, aber er hat so Hörner wie ein Drache. Und das gibt so viele Theorien von Leuten, die so diese Modelle von den Gegnern, da muss man ganz genau untersuchen. War das Sully the Witch? Und ich glaube, Vati hatte auch mal was drüber schon gesagt. Diese Runenbären, die riesigen, die haben so Steine auf der Brust, so ein bisschen. So kleine Steinschuppen.
wie die Steinschuppen die Drachen haben, wie Schottersteine. Und da gibt es dann halt total viel so Spekulation. Heißt das, dass Bären Drachen sind oder dass sie zu Drachen werden? Haben Bären an der Drachenkommunion teilgenommen? Hat der Bär, der das hat, hat den Drachen gefressen? Wer weiß. Und jetzt haben wir hier plötzlich eine Drachenanrufung, die aber ein Bär ist. Der Bär ist aber auch irgendwie ein halber Drache. Es wirft natürlich nur Fragen auf, oder? Und das Ding hier. Absolut. Extra ein Samurai, absolut Sekiro-coded. Aber das, die Person hier, ist ein wunderschönes Setting. Riesig blaues Blumenfeld. Eine Person in Rot mit zwei Schwertern. Und die kämpft nicht, die tanzt. Das wirkt, als wäre es das Gegenstück zum blauen Tänzer. Der blaue Tänzer, der auf dem Lake of Rot den Rot selbst quasi eingesperrt hat mit seiner tanzenden Bewegung und so weiter. Also quasi der blaue Tänzer auf rotem Hintergrund ist, was wir bisher kennen. Und hier ist plötzlich ein roter Tänzer auf blauem Hintergrund. Aber stimmt auch nur so ein PvP-Kampf oder so. Was ist denn der Hintergrund? Das hier sind Grabsteine, aber das hier... Hä? Moment mal. Das ist ein Schiff. Ist das die Rückseite von einem Schiff? Ha! Ja, könnte sein, dass das Schiff im Hintergrund liegt. Okay. Natürlich ein neuer. Baumwächter, diesmal auf einem Schwein mit Gravitationsmagie. Dem freue ich mich direkt schon. Das ist geil. Das ist ein geiles Design. Ich will ein Reitschwein. Wow. Das ist auch gut. Eine Mischung aus einem Nilpferd, einem Nashorn und einem Krokodil, habe ich das Gefühl. Und nur eine Bestie und dann das. Ich meine, ich bin dieser Moment, wo dieses Nilpferd sich aufbäumt, ich kriege eine Gänsehaut. Das ist mir zu sehr so. Nilpferde sind solche Monster und in so viel Mythologie, also gerade ägyptisch natürlich, als so schrecklich dargestellt. Und dann dieser Zauber oder diese Anrufung. Und das sieht aus wie ein Stachelschwein. Und das ist für mich sehr so, das ist eine Schmelztiegel-Anrufung. 100 Pro. Da ist bei den Steam-Promo-Bildern auch eins dabei, wo der Befleckte selbst das macht. Das ist eine Anrufung. Ah, witzig, ist die Ritterrüstung normale. Es sieht natürlich auch so ein bisschen, das hat so Ästelung. Es sieht nicht nur wie ein Stachelschwein aus. Also technisch gesehen haben die Stachel von einem Stachelschwein Widerhaken, aber das sind keine Widerhaken, das sind eher Dornen. Die gehen ja nach vorne und nicht nach hinten. Ja, es sieht eher aus wie ein Dornenbusch, aber eben auch, ja. Bestie. Das Ding. Was zur Hölle, was auch immer das sein soll. Komplett wildes Vieh. Mit so einem gammeligen Pferd, was so im Boden versinkt. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Das Gesicht ist so, ist das der Kopf? Was ist hier los? Ist das irgendein Wurm, der irgendwie Leichen zusammengegraben hat? Ich weiß nicht so. Dieses Pferd, was so halb nur noch ist. Was ist das für eine Kleidung? Ah, das ist der Confessor. Dieses Pferd, was so halb im Boden versinkt, gibt mir irgendwie Vibe direkt von Ludwig und Radahn. Der Körper erinnert mich an die Dame, die der Endboss bei Dark Souls 2 war, Nashandra. Aber dann kommt diese komische Wirbelsäulenwurm hier aus mit diesem Kopf. Und diese Waffe, dieser Boomerang, gibt mir halt total die Energie von Kosweisen. Die Höhle sieht nach Midir aus. Das ist alles so. Was ist das? Was ist hier los? Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber der Typ hier. Der ist nämlich der, der vorhin auf dem Bild auch drauf war. Ich komme überhaupt nicht weiter, ne? Es passieren zu viele Sachen hier. Jeder Frame. Der hier ist das. Das ist der, kennt man an der Brosche, das Gesicht ist das gleiche. Hab ich bald geschafft. Vielleicht komme ich ja doch nicht mehr zum Spielen. Hier ist die Brosche. Und das Interessante, ich muss die Untertitel ausmachen. Der steht hier, man sieht hier seine Beine. Und hier ist sein Körper ist gesamt hier. Und hier unten ist. Was ist das? Das kommt so aus seinem Brustkorb quasi raus. Und ich habe. Mich erinnert sofort an Radagon mit dem Elden Ring in seiner Brust, aber. Es könnte auch sein, dass was auch immer hier versucht rauszuziehen, dass es quasi ein Speer ist, der hier durchgeht. Und diese Stacheln gehen hier so zur Seite weg. Und das hier an der Seite sind vielleicht auch Stacheln davon, dass es so komplett durchgerammt ist. Jetzt kommen hier sogar aus seinem Gesicht raus. Und es ist in seinem Kopf und er versucht es rauszuziehen und es sieht aus, als würde er seinen Kopf abreißen. Der Kopf, der Hals wird länger dabei. Das ist so, der kriegt im Leben, kriegt er das nicht ab, ohne den Kopf abzumachen. Race of Gold, Shadow
Und dann natürlich der Kampf gegen Mesmer. Der hier diese Speere aus dem Boden beschwört. Riesig viele Flammen. Neue Waffe. Aspekt des Schmelztiegels Flügel. Endlich. Ich habe noch nie einen Schmelztiegel-Anrufungscharakter gespielt. Ich finde ihn nicht so spannend. Ich freue mich riesig, dass das jetzt da ist. Da haben alle drauf gewartet. Die Waffe, die der trägt, ist auch interessant. Das ist so ein komischer Duellantenschild. So sehr deutsche Tradition. Und das war's. Klar, wir sehen hier ein bisschen den Kampf von Mesmer. Mesmer ist natürlich der gehypte Boss in dem DLC. Eine Sache, die ich zu bedenken gebe, es ist sehr selten, dass der echte Endboss von dem DLC auch der ist, der groß promotet wird. In Dark Souls 1 war der große Promo-Charakter Artorias, der Endboss war Manus, der geheime Megaboss Calamite. In Bloodborne war der groß gehypte Boss Maria, der Endboss war der Kosweise und der geheime Boss war Lawrence. Und in Dark Souls 3 weiß ich nicht mehr, wer der Pro-Boss war. Ich hab's einfach nicht so mitgekriegt. Klar, in Ariandel war es auf jeden Fall Friede und sie war ja auch der Endboss. Aber bei ihr war ja auch nochmal der krasse, quasi dritte Bossphase-Reveal, der auch so nicht vorher erkennbar war. Ich weiß nicht, ob bei dem zweiten DLC Gale als der Endboss vorher irgendwie promotet wurde. Ich weiß es nicht. Aber nur weil er der fette Promo-Boss ist, heißt es nicht, dass er der Hauptboss in dem DLC wird. Es ist gut möglich, dass er so der Mid-Boss ist. Würde so vom Style her auch sehr passen. Also mir gibt es halt sehr von Maria und Artorias eher so die Vibes. Und dann kommt der richtige Endboss und der war halt sonst was Krasses. Schwer wird es auf jeden Fall. Also der Kampf von dem wird bestimmt auch nicht easy. Ist ja auch sehr, ziemlich viele sehr beschissene Moves. Jetzt wirklich der Bruder von Malenia ist. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn man gegen Mikela auch noch kämpfen muss. Aber, Zeit, sich den Text anzuhören, ne? Genau, hier geht's wieder los. Ihr brennt gewiss auch darauf, zu erfahren, was genau der gütige Mikela hier im Schilde führt. Und das ist natürlich auch eine gute Frage. Was macht Mikela in dieser Schattenwelt? Wir dachten, der schläft und versucht, den Harlekbaum aufzuziehen, aber anscheinend ist er in seinem Traum woanders. Also es kann ja sein, wenn das hier wirklich ein Traum ist, dann ergibt es Sinn, dass der schlafende Mikela da ist und dass man durch den schlafenden Mikela da reinkommt. So, wer sich der goldenen Gnade verschließt, ist des Todes. Umschlungen von Mesmers Feuer. Und hier sagt er auch direkt, dass der Mesmer heißt. Interessant ist, im Englischen ist es nicht direkt, wenn man die Untertitel nicht anmacht, nicht klar, weil Mesmer ist ja auch ein Wort von wie Mesmerize. Und es hat was mit so hypnotisieren Schlaf zu tun. Hab ich doch was gehört. Ah ja, genau. Ich glaube, der Mann, der Hypnotisierung erfunden hat oder sowas, hieß mit Nachnamen tatsächlich Mesmer. Das weiß ich nicht. Also es ist so, was ich jetzt hier in diesen ganzen Spekulationen mal gehört habe, aber müsste man auch nachgucken, ist auch nicht so wichtig. Aber man könnte natürlich meinen, dass es um was anderes geht. Mesmer's Fire. So das. Da hätte man auch denken können, es geht um das Feuer von St. Trina. Aber wir wissen ja, dass er Mesmer heißt. Und dann kommt, berührt den verkümmerten Arm und reißt in das Reich der Schatten. Also ist die Bestätigung. Ey, Mikelas Arm ist, wo man reinkommt. Ich werde euch folgen auf ein baldiges Wiedersehen. Und ich hab's Gefühl, die Stimme, die da redet, ist wahrscheinlich Mikela. Das ist auf jeden Fall Mikela. Wo hier so dieses ganze Licht ist und so. Die goldenen Haare. Dieses ewige Licht.
Ich hätte das Gefühl, so von der Animation her, das ist einfach das Ende vom DLC oder so. Vielleicht nicht, aber. Das ist dieses Licht, was überstrahlt. Und hier plötzlich dieser blasse Baum, der so sehr Licht strahlt, dass es irgendwie fast schon wieder tot oder geisterhaft aussieht. Also, ich bin Hype. Ich hoffe, ihr auch. Die Feuer hier auch im Hintergrund, das sieht schon wieder ganz anders aus, das Gebiet. Das wird was. Das wird richtig cool. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Ich meine, der Release 21. Juni, das kann man sich überlegen. Als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, diesen Stream zu machen, dachte ich, oh ja, dann werde ich dann den Spielverlauf mache, kommt doch bestimmt das DLC raus und dann kann ich das schon mal spielen und dann kann ich dann schön im Spielverlauf dann das DLC auch zeigen. Ist ja jetzt offensichtlich nichts draus geworden. Ich bin sicher, wir haben den zweiten Spielverlauf fertig, bevor es kommt. Und ich will nicht, sobald es kommt, das hier einfach direkt im Stream auspacken. Ich würde es gerne vorher auch gespielt und analysiert haben. Ich schau mal. Wahrscheinlich spielen wir da vorher Dark Souls 1. Dann gucke ich mal, ob ich Bock habe, Dark Souls 1 erstmal zu pausieren, um das zu machen. Aber auf jeden Fall, das war geil. Und damit dürfen wir jetzt endlich zurück ins Spiel. Eine halbe Stunde Spielzeit haben wir uns verdient, oder? Nach dem Abenteuer gerade. Wow. So, wo sind wir hier überhaupt? Ja, es hat sich gelohnt, das anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich bin super happy damit. Ich bin froh, dass ich jetzt irgendein Outlet hatte, darüber zu reden. Ich kenne keine Leute, die Elden Ring spielen. Das ist schade. Wahrscheinlich. Ich kenne sehr viele Leute, die Videospiele spielen, aber wenige, die eigentlich fast keinen Elden Ring spielt. Nicht keine, aber sehr wenig. So. Wir sind in Livonia gekommen letztes Mal. Boah, jetzt habe ich nur geredet, anderthalb Stunden, nichts gemacht. Keine einzigen Controller bewegen. Boah, das Licht ist schön. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir in Livonia eigentlich treiben. Wo wir hier jetzt lang gehen, was wir uns hier anschauen. Haben wir Toff? Ich habe den Sound vom Spiel ausgemacht, damit wir den Trailer hören können. Wo wir auf jeden Fall hin müssen, ist hier zur geläuterten Ruine. Weil da Jetta ist. Ich würde sagen, wir reiten erstmal hier runter und gucken. Ah, Bock. Süß. So, ich ignoriere den ganzen Kram hier mit dem Friedhof. Klar, wir hatten es jetzt sehr wie in Limgrave. Oh, Ein kleiner Funfact, was natürlich auch viel direkt rumgegangen ist. Hier gibt es die Katakomben des Pfählers. Im Englischen Catacombs of the Impaler. Mesmer heißt Mesmer der Impaler. The Impaler. Jetzt habe ich an die Zeit im Bloodborne, wo ich immer aus Versehen Impaler statt Impaler gesagt habe. Das ist ein antrainierter Sprachfehler, weil ich es so witzig finde, Vlad the Impaler zu sagen, dass ich es nicht mehr losgeworden bin. Und jetzt geht es wieder los. Jetzt muss ich über Mesmer the Impaler reden. Oh Gott. Naja. Ich habe Probleme, oder? Ja. Das ist ein Luxus. So, hier ist ein Händler, der uns eigentlich jetzt sieht. Oh, hey, ich will eine Schmetterlinge. Okay, wie immer, natürlich nichts Interessantes. Ich will hier rüber zu den geläuterten Ruinen reiten. Weil Jetta das letzte Mal ja genau hier war, an den Seeklippen. Und man die Trauben hier, die Schabriri-Traube hier im Keller von der Burg gefunden hat und ihr dann direkt geben konnte, praktisch direkt nebenan. So, hier muss man aufpassen, weil da direkt ein fetter Hummer ist. Und hier bei der Ruine ist eigentlich der Teil, wo man hin muss. Also hier unten bei der Ruine müsste Jetta stehen und hier in der Ruine finden wir die nächste Traube. Oh, was hat der zu sagen, ne?
kommt alle heraus, heraus aus der Dunkelheit unter der Erde. Bieten wir unsere Augen der Jungfer an. Das ist auch so einer, der wahnsinnig ist. Interessant, dass sie immer Geister sind, die das einem sagen. Und die Jungfer ist direkt da. Ich wette, Hietta ist nicht die erste Jungfer, die diese Reise macht. Und es sind so Standardstationen, dass hier Leute sind, denen die Augen halt irgendwie, keine Ahnung, platzen, ausgekratzt werden und als Trauben eben überbleiben. Toll. War super. Wag dich zu töten. So. Noch jemand? Nee. Dann können wir hier in den Keller runter. Und hier in dem Keller findet man ja auch den einen Anhänger. Den Zwei-Finger-Anhänger. Erbe der Zwei-Finger. Und die Schabrere-Traube. Das ist natürlich... Ich meine, wir haben den ja schon, aber... Ich sammle das ein. Talisman mit der eingravierten Legende der Zwei-Finger. Er wird den glauben. Finger können nicht sprechen, aber diese waren äußerst redegewandt. Unablässig wedelt sie durch die Luft und enthüllten viele Mysterien. So empfingen wir die Worte unseres Glaubens. Also der Keller hier hat einfach extrem religiöse Relevanz, aber dann gleichzeitig haben wir eben hier auch eine Schabrere-Traube gefunden von jemandem, der wahrscheinlich so sehr dem Wahnsinn verfallen ist, dass seine Augen zu Trauben rangereift sind. Vom Apfel zur Traube. Aber ich habe das Gefühl, mehr als einen oberflächlichen Zusammenhang, dass beides mit Glauben zu tun hat, gibt es hier nicht wirklich. Nur sehr, doch interessant, weil das eine sehr für zwei und das andere für drei Finger steht. So, hier ist sie. Gute Hietta. Hallo, wer da? Würdet ihr mir wohl eure Schabrere-Trauben überlassen? Ich bin auf einer Filgerfahrt und suche das entfernte Licht. Und wenn ich eine dieser Trauben esse, spüre ich das Licht in meinen Augen. Jo. Ihr seid nicht wie die anderen, die mir Trauben geben, nicht wahr? Sie legten mir ihre zitternden Hände auf. Wortlos heulend streichen sie mir sanft die Augen. Ihre dünnen Finger so ausgemergelt. Und doch geben sie mir die Trauben. Aber ihr scheint mir kräftiger. Ja, diese Geister sind so ausgemergelt. Die ganzen Leute, die im Wahnsinn verfallen, sind immer so richtig dürr und ausgemergelt, so wie die Nomadenhändler. Das ist natürlich interessant, dass ihre Trauben dann wahrscheinlich meistens, also wir sind offensichtlich ja nicht die einzige Person, die ihr Trauben geben. Die hat ja irgendwie eine sehr weite Reise hier vor sich, schon von ganz da oben runter hier. Ich würde behaupten, die anderen Leute, die ihr Trauben geben, geben ihr tatsächlich ihre eigenen Augen. Deswegen halten die Geister ihre Augen, die sind quasi daran gestorben. Die haben ihre Augen rausgenommen und ihr gegeben. Das gefällt mir nicht, was der Hummer da macht. Das ist mir schön fair. Die haben ihre eigenen Augen quasi an den Wahnsinn verloren und an ihr gegeben. Und sie hat die gegessen, im Glauben, dass es Trauben sind. Und findet dadurch ihren Weg. Wir sind die Einzigen, die einfach die Trauben woanders hernehmen und nicht unsere eigenen Augen verlieren dafür. Sehen unsere Augen eigentlich aus, wenn ich das so höre? Haben wir irgendwie besondere Augen? Kann man das anders machen? Irgendwie so Schlitze in den Augen, aber ich würde es jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Nee, sieht eigentlich normal aus. Wir haben noch nichts Komisches gemacht mit diesem Spielverlauf. Ihr seid wirklich zu gütig. Möge der Segen der Finger euch stets begleiten. Schön, die sagt der Segen der Finger. Wir gehen natürlich von den zwei Fingern aus, aber wer weiß. Vielleicht spricht sie ohne es zu wissen bereits den Segen der drei Finger aus. Weiß man nicht. Sie weiß ja auch nichts, außer dass sie dieses Licht sieht, dem sie folgt. Und das Licht sieht sie, wenn sie diese Trauben isst. Sie weiß ja nicht davon, dass das Augäpfel sind. Sie weiß nicht, dass das Flamme des Wahnsinns ist, was das Licht ist, was sie sieht. Weiß ja noch gar nichts, die gute Frau. Und dann wiederum ist es ja aber keine normale Person. Es ist ja ein Geist, der eine Leiche besetzt hat. Vielleicht ist es alles nur ein Act, um uns zu locken. Wer weiß, es ist so schwierig, das abzuschätzen, was es mit der Rasenflamme auf sich hat. So. Und das finde ich bei Leon ja so ein bisschen... So, wo geht man denn hin, wenn man nicht alles machen muss? Was sind denn hier wirklich die interessanten so Points of Interest? Raya's Quest natürlich.
Die ist ja hier. Die Ruine von Laskiak muss man natürlich auch besuchen, um ganz schnell nach Soraya Lucaria zu kommen, wo wir natürlich auch hinwollen. Oh, da bimmelt einer. Hier müssen wir doch irgendwo hin. Nee, das ist nicht zu, bin schon zu weit. Die Gnade irgendwo verpasst. Das ist ja auch komisch, diese Reiter. Ich habe das Gefühl, die sind, die existieren, aber so richtig ernsthaft gegen die kämpfen wird man eigentlich nie. Das ganze Anfangsgebiet hat so einen komischen Vibe, der irgendwie nicht weiter nochmal wiederholt wird. Aber hier sind überall diese Gespenster, ne? Gruselig ist es schon. War halt auch egal einfach. Hier ist so ein kleines Kristalllager. Hier sind so Kristallschnecken tatsächlich auch drin. Auch interessant. So ein Lager, sage ich, eine Ablagerung. Ah, hier sind wir. Hallo. Bitte, hier drüben. Hallo. Ganz schön kalt hier, nicht wahr? Ich bin im Auftrag meiner Herrin unterwegs. Aber ich wurde von einem Grobian bedrängt und jetzt habe ich ein Problem. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Dieser Schurke hat sich mit einer wertvollen Halskette davon gemacht. Jemand muss sie mir zurückholen. Es ist nur, er ist ebenfalls ein Befleckter. Solltet ihr Bedenken haben, gegen euresgleichen zu kämpfen, werde ich jemand anders bitten. Und das ist direkt so viel drin. Wenn man weiß, was es mit Raya auf sich hat, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wir wissen, es ist Soraya, sie ist ein Schlangenmensch. Dass sie sagt, ganz schön kalt hier, ist dann natürlich, sie lebt in einem Vulkan und ist eine Schlange. Natürlich findet sie es kalt hier. Und sie ist von ihrer Herrin geschickt. Tane. Und das ganze Ding um diesen Grobian, das ist ja der Terror-Troll, das ist ja schon diese ganze Geschichte von, die sucht gezielt Leute, die bereit sind, andere Befleckte zu töten. Weil sie zu den Rekusanten gehört, die gegen andere Befleckte kämpfen. Das ist das Geräusch, was sie kommt. Das heißt, sie sucht gerade einfach Leute, die bereit sind, für sie andere Befleckte zu töten, weil dann weiß sie, yo, den können wir für den Rekursanten rekrutieren. Ja, das machen wir. Oh, ich danke euch vielmals. Was für ein Segen, dass wir uns getroffen haben. Schurke sollte sich an einem verlassenen Haus ein Stück den Weg runter aus. Bitte, ich muss diese Halskette wieder haben. Das ist ja immer noch der Fun Fact hier. Die Krabbenkocherhütte war früher nicht auf der Karte und ein bisschen den Weg runter ist so eine Angabe, so. Ne? Welcher Weg? Ah, ich glaube, wir haben Nacht, oder? Gefällt mir nicht. Warum mir das nicht gefällt, ist, weil genau da an diesem Ruinstück Todesvogel erscheint. Das will ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Ich gehe erstmal hier zu der Gnade. Hier an der Gnade ist normalerweise dann ja auch Patches, der ja auch zu den Rekursanten gehört. Wir haben ihn jetzt getötet. Ups. Der erzählt einem ja dann auch so ein bisschen was von Raya und ist auch so, ey, ja, was hast du das gesehen? Was ist mit der? Komisch, oder? Hier. Der macht dann nochmal so extra drauf aufmerksam. Aber auf jeden Fall guckt, was mit der ist. So, da ist die Krabbenkocher heute. Boah, der Himmel, oder? Ah. Gott, ist das ein schönes Spiel. Ein Grund mehr aufs DLC-Hype zu sein, das ist bestimmt auch total schön. Sind nur noch knappe 4 Monate. Ja, aber den guten Terror-Troll. Lass mal sehen, was der zu sagen hat. Ich habe mich nicht angewöhnt, den so zu nennen. Das ist so witzig. Was gibt's da zu glotzen? Wollt ihr Ärger? Jo. Gebt mir die Halskette. Ah, die Halskette wollt ihr. Hm, gut. Dann zeigt mal, was euch das gute Stück wert ist. Vielleicht kann ich mich ja davon trennen. Ist ja nicht so, als wäre das meine große Liebe. Einverstanden. Ihr seid mir ganz schön clever. Als erstes her mit den Runen und keine faulen Tricks. Und das ist das Schöne dran, Raya versucht einen zu rekrutieren, indem sie dazu bringt, den zu töten. Und wir sind so, ja, wir sind bereit, ihm 1000 Runen zu geben. Rayas Halskette von der Schwarzwache gestohlen. Hier steht von einer Schwarzwache. Schwarzwache ist ja nicht sein Name. Auf dem Anhänger sieht man das Relief einer anmutigen Frau aus einem fremden Land. Die Kette scheint Raya viel zu bedeuten. Ich bin sicher, das ist Tane.
In Ordnung, hier. Mit dem Ding kann eh niemand etwas anfangen. Ihr habt's ja so gewollt. Wollt mir später bloß nicht die Ohren voll. Was hat er zu sagen? So, was wollt ihr denn jetzt noch? Ihr habt Hunger. In Ordnung, ihr könnt ein paar Krabben kaufen. Ja, ja. So, ich frage ihn nochmal über Raya aus. Oh, ihr habt wohl das Mädel getroffen. Hm? Na schön. Wer, wie, was, warum, ist ja auch egal. Ist doch nicht meine Schuld, dass sie so blöd ist und sich reinlegen lässt. Wie auch immer. Mit der stimmt was nicht. Reines Glück, dass sie nicht längst irgendwo in einem Graben verreckt ist. Interessant, oder? Ich meine, wir wissen, dass sie nicht verreckt ist, weil sie ein verdammter Schlangenmensch ist und viel zu stark, um hier in Leonia von irgendwem getötet zu werden. Aber hey. Ajo, wollen wir Garnelen kaufen? Wollen wir, dass es da weitergeht? Ihr seid auch befleckt, stimmt's? Seht ihr sie noch? Die führende Hand der Gnade, meine ich? Ich sehe rein gar nichts mehr. Macht ja auch keinen Sinn. Warum sollte so ein Stück Dreck wie ich ins Zwischenland gerufen werden? Ist doch alles ein schlechter Scherz. Vielleicht stimmt ja irgendwas nicht damit. Vielleicht ist der ja schon längst am Ende. Der Erdenbaum, meine ich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wild auf Krabben ist. Ich glaube, wir zwei werden beste Freunde. Wir sehen uns. Also ich will, dass er in seiner Quest fortgesetzt wird und nach Altos zieht. Ich will aber nicht, dass er stirbt. Und ich habe gerade überlegt, wie es am besten verhindert. Und ich glaube, ich habe Bock, wenn wir Celebes Trank bekommen, den dem Dummfresser zu geben. Und sich sehr lange rauszögern. Da muss man natürlich bis nach Altos kommen und Celebes muss noch leben. Das heißt, man darf Ranis Quest nicht zu weit treiben. Sonst wird Celebes von ihr getötet. Wir schauen mal. Oder ich gebe ihn der anderen. Nephilidou. Was ja auch interessant ist. Können wir ihre Puppe lesen? Ich weiß es noch nicht. Komisches Gefühl dabei, Nephilidou zur Puppe zu machen im Spielverlauf, wo ich nicht so ganz sicher bin, was am Ende alles wird. Zurück zu Raya. Wo ist Nephilidou? Zu der können wir ja auch gleich eigentlich gehen. Da ist ja auch direkt das Dorf der Albinaurix um die Ecke. Der Schurke, ja, okay, und so weiter. Ich will meine Halskette. So, hier hast du. Oh ja, das ist meine Halskette. Vielen Dank, ich stehe eurer Schuld. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Raya und diene Herrin Tanith von Haus Vulkan. Ich bin auf der Suche nach tapferen Befleckten, die sich vielleicht unserem Haus anschließen wollen. Ihr seid ausgesprochen tapfer und besitzt nicht nur einen starken Arm, sondern auch ein starkes Herz. Frei von Mitleid, selbst für euresgleichen. Ihr denkt, ich habe den getötet. Es ist genau diese Art von Stärke, die meine Herren sucht. Bitte, nehmt dies. Einladung von Haus Vulkan. Tapfere Befleckte sucht das Altersplateau, das Reich des Erdenbaumes. Die meisten Befleckten sind zum Durchwandern der Zwischenlandrandgebiete verdammt. Den mächtigen Erdenbaum steht sehnsüchtig im Blick. Aber ihr seid alles andere als gewöhnlich. Und sobald das bewiesen ist, wird Haus Vulkan seine Arme für euch öffnen, auf dass ihr an der Seite einer Familie der Tapferen kämpft. Die denkt, wir haben den Terror-Troll getötet. Die Schwarzwache. Die hat nicht mal nachgefragt. Ist nur so, ja, ist die Kette, offensichtlich hast du ihn getötet. Dass man die auch einfach von ihm kaufen kann, ja, ist dann halt so, ne? Haben wir ein Leben gerettet damit. Und direkt einen Freund gewonnen, den wir noch mehr gekauft haben. Wow. Es ist so leicht, Freunde zu finden. Man muss einfach nur die Krabben von denen kaufen und sie nicht töten. Ayo. So, da hoch zu dieser nächsten Gnade will ich, weil da Jetta ist. Nächste Station von hier.
Wenn man nicht jedes kleine Detail auf der Karte absucht, dann ist es für mich immer so echt so ein bisschen. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Wenn ich alles abgrase, dann ist es einfach. Da gehe ich einfach von einer Station zur nächsten und dann ergibt sich das schon irgendwie. Aber so finde ich es ein bisschen schwierig, so wirklich im Kopf zu behalten, was muss denn alles machen? Oh, da fällt mir auch ein, ich sollte vielleicht anfangen, Markierungen zu setzen. So, hier ist Jetta. Raya haben wir und den. Aber dann haben wir hier unten Dorf der Albinaurix. Haben wir auf jeden Fall. Nephelilu. Was müssen wir noch alles machen? Wir müssen hier zur Rosenkirche und mit Barre reden. Irgendwo ist hier ja auch. Ja, ist uns eigentlich egal, aber hier ist ja auch der Jalos, aber der bockt nicht. Facebook auch nicht. Nein, ich auch nicht. Kirche der Gelübde ist was, das sollte man immer mal abgrasen. Wir müssen auf jeden Fall hoch ins Dorf der rasenden Flamme hier zur Kirche der Inhibition und dagegen. Ich nehme mal Diamant für, da müssen wir gegen Vike kämpfen. Hier ist am Ende auch Raya, Jetta, das werden wir eh nicht verpassen. Müssen wir auf jeden Fall hier hin und mit Rani reden. Also da mache ich jetzt einfach mal einen Schädel, das müssen wir durchmachen. Müssen mit Iji reden, das wird auch kaum verpassen lassen. Markiere ich nicht extra. Wo wir hin müssen, ist hier zur Hütte des Rächers. Ich glaube, das war's schon. Yurnia ist gar nicht so. Also, es ist groß, aber es ist nicht so wie. Ich meine, Limgrave war mehr. In Kürze hat voll gepumpt mit Markern für NPC X, NPC Y. Yurnia teilt sich ein bisschen auf, weil die NPCs sich jetzt halt ein bisschen in der Welt verteilen, weil manche ja eher auch Richtung Caleb dann sind und so. Oder in den Untergrund, den wir immer noch nicht sehen können. Ja. Ich glaube, das war's mit Yurnia. Also, die Markierungen sind so. Ja, das. Ja, mehr gibt's nicht. Spärlich. Dann 10 Minuten Zeit. Was macht man da? Zur Rostkirche. Dann zur Hütte des Rächers. Wir müssen ja die Schlüssel hier noch holen. Ich glaube, das ist, was wir machen. Rosenkirche, Hütte des Rächers. Und wenn wir es zeitlich schaffen, hier hat er noch das letzte Auge gegeben. Das Tragischere. Das ist ja auch einfach ein mehr oder weniger gerade durchreiten. Nee, das stimmt nicht. Ich will hier hin, da die Gnade holen. Das ist krass, ich bin irgendwie so geschlaucht davon, 1,5 Stunden über diesen Trailer geredet zu haben. Das war so viel anstrengender als ein normales Stream. Ich bin richtig so, oh, ich bin froh, wenn diese 10 Minuten jetzt rum sind. Eieiei. Also ich meine, ich habe trotzdem Spaß dran, aber ich merke, ich werde so müde davon gerade. So, Varia haben wir hier. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Ihr habt eine große Rune erhalten und hattet eure Audienz bei den zwei Fingern in der Tafelrund fest. Wie war euer Eindruck? Etwas schien mit ihnen nicht zu stimmen. Aha. Eure Intuition leistet euch gute Dienste. Ich hatte immer mehr Zweifel, wisst ihr? Man darf den Worten der zwei Finger nicht vertrauen. Nichts als Geschwafel, senile Verblendung. Ich glaube, dass die zwei Finger korrumpiert wurden, als der Elden Ring zerbrach. Ihr Urteil ist getrübt. Noch schlimmer ist, dass die Finger keine Sympathie für unsere Art hegen. Und das ärgert mich am meisten. Klar, der ist. Ich meine, der will uns jetzt auf Moog-Seite bringen. Da fällt mir übrigens ein Funfact. Ich habe ja letztes Mal dann auch gesagt, ah, oh, wie interessant das eigentlich mal wäre, in die Tafelrundfeste zu kommen und nicht Godric vorher zu töten und zu sehen, wie sich die Dialoge ändern. Und ich habe es ausprobiert. Und sie tun es nicht. Sie ändern sich nicht. Enya erzählt einem ja auch so, oh ja,
ihr müsst die Halbgötter töten. Und dann sagt sie, ja, Godric, der ist schwach, der ist nicht der Rede wert, aber die anderen, ey. Also Godric hat ja verwässertes Blut, der ist ja gar nicht, der hat ja nichts mehr mit goldenen Blutlinien zu tun, aber die anderen, ey, das sind alles direkte Nachfahren von Marika. Oh, Vorsicht. Das sagt sie ja auch, wenn man gar nicht Godric getötet hat. So, ich habe Renala zuerst getötet. Und er hat sie das selber gesagt. Und so, okay, komisch. Dann ist es überhaupt. Ich dachte immer, das wäre bestimmt irgendwie dynamisch, aber ist es nicht. Tja. Ich meine, klar, sie sagt einem ja auch nur, ja, der Godric, sie sagt ja nicht, du hast den getötet, aber es klingt schon sehr nach so einem. Ja, du denkst, du bist Hot Shit, weil du Godric getötet hast, aber der war ja nix. Die anderen, da wird es dann richtig krass, aber schade. Naja. So, er hier will einen ja zum Moog locken. Er will ja, dass man sich Moog anschließt und ein blutiger Finger wird. Das ist ja sehr, was er so erzählt. Leute, die mächtig genug sind, eine große Rune zu erbeuten, die kann man davon ablenken, mit den zwei Fingern eine gemeinsame Sache zu machen und einen eben auf diesen anderen Pfad locken. Oh, ich habe ein Geschenk für euch. Etwas, das nur Weisen gebührt. Blutiger Eiterfinger. Donge. Ein Mittel, um euch dem Einfluss der zwei Finger zu entziehen. Probiert es doch mal aus, ja? Wenn es euch gefällt, sehen wir uns vielleicht wieder. Ich habe große Hoffnung für euch, mein Lämmchen. Okay. Das ist sehr witzig, dass sie so sagt, ja komm, mit den Fingern kannst du nicht mit diesem blutigen Finger kannst du dich zwei Fingern entziehen. Du brauchst dir nicht treu zu sein. Und es ist so, die blutigen Finger sind, um eine Invasion auf den anderen Befleckten zu machen und den zu töten. Das ist so ein bisschen. Ich verstehe nicht so ganz, was es miteinander zu tun hat. Also ich meine, klar, wir stellen uns dem Willen der zwei Finger entgegen, indem wir andere Befleckte, die Hoffnungen auf Erfolg haben, töten, klar. Aber der ist so, hä, den zwei Fingern, denen sind wir Befleckte ja egal und das macht mich wütend. Geh doch mal und töte andere Befleckte. So, ha? Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich die sinnvolle Herangehensweise ist, mein Freund. Naja. Ich glaube, es ist vor allen Dingen so ein bisschen so ein Test, wie so, so, damit filtert er halt aus, weil wenn wir jetzt sagen, nein, mache ich nicht, dann sind wir eh kein geeigneter blutiger Finger. Der braucht Leute, die sagen, ich bin gegen die zwei Finger und ich bin bereit, einfach mal so für einen Bock an der Freude, andere Befleckte zu töten. Ja, sicher, warum auch nicht? Und wenn wir das beides nicht erfüllen, dann ist es auch nicht relevant. Also, dann kann er uns auch einfach wieder vergessen. Das erinnert mich irgendwie sehr an, die Spam-E-Mails mit den bescheuertsten Games um die Ecke kommen, so die berühmteste so, hey, ich bin ein Prinz aus Nigeria und ich habe was geerbt, gib mir dein Konto und dann kriegst du Geld von mir oder überweis mir Geld und dann kriegst du viel mehr zurück. So dieses, wo man denkt, so, da fällt doch keiner drauf rein, das ist doch völliger Quatsch. Und es ist ja genau der Spaß, die machen das ja so blöd, weil nur Leute, die darauf reinfallen würden, würden dann auch auf den Rest des Scams reinfallen und dann verschwenden die nicht ihre Zeit mit Leuten, die das durchschauen. Wenn die erste E-Mail zu schlau wäre, dich zu tricken und der normale Mensch drauf reinfallen würde und dann nachträglich ein Scam draus wird, ist die Chance, dass du drauf reinfällst, viel geringer und dann investieren die sehr viel mehr Arbeit in Leute, die nicht reinfallen. Naja. So, wo wir gerade von Scams reden, ich gehe hier mal zur Hütte des Rächers. So, die ist irgendwo hier drin. Ich finde nie den Weg da rein. Hallo? Geht's lang? Ja. Oh. Totes Scheusal, ne? Und abgemountet automatisch. Ist interessant, dass hier ein totes Scheusal draußen so liegt. Invasion durch Edgar, der Rächer. Der Vater von Irina. Hey, wow, what the fuck? Du spinnst ein bisschen. Springst du über meinen Mund drüber? So, in seiner. Also, es ist Edgar, den wir aus Schloss Morn kennen. Der Rache versprochen hat an denen, die Irina getötet haben. Und deswegen liegt hier ja auch ein totes Scheusal am Eingang. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr liegt. Ich habe auch irgendwie so Vibes von. Liegt noch eins. Ja, hier ist eine richtige Spur aussehen. Das habe ich aber bestimmt schon mal festgestellt, oder? Das habe ich aber erst später noch genauso festgestellt und einfach wieder vergessen. Und hier ist ja auch ein Gespenst. Ah, der arme Teufel hat völlig den Verstand verloren. Liebe, Rache, die rasende Flamme lässt alles vergehen.
Und das ist das Interessante, der ist so sehr in der Rache aufgegangen. Der will die Scheusale alle töten, weil die Irina getötet haben. Und das ist für ihn natürlich ein bisschen nicht so geil. Also eine geliebte Tochter. Und deswegen metzelt er hier reihenweise Scheusale ab und wird förmlich wahnsinnig durch diesen Drang nach Rache und durch diese Trauer, Irina verloren zu haben. Und es ist ja das Interessante bei der rasenden Flamme, dass die Leute müssen einfach nur verzweifelt sein und wahnsinnig dadurch werden. Und dann kann die rasende Flamme in denen einfach Fuß fassen. Das haben wir ja auch in Gelmir dann gesehen. Und er ist so wahnsinnig dadurch geworden, dass er angefangen hat, nicht nur Scheusale, sondern eben auch Menschen abzuschlachten. Und er hat die wirklich abgeschlachtet. Wir finden ja hier die rohen Fleischklopse nicht umsonst. Irina wurde mit dem Schlachterbeil von einem Scheusal getötet. Die Scheusale fressen Menschen. Und er hat das Gleiche hier mit anderen Menschen gemacht, wahrscheinlich in seinem blinden Wahnsinn, im Versuch, sich an den Scheusalen zu rächen, hat er einfach sich selbst vergessen und vergessen, was er eigentlich jagt, an wem er Rache nimmt. Oder hat angefangen, normale Menschen als Scheusale zu sehen. Ich war doch gerade hier und habe die Karte markiert. Ich habe vergessen, die Gnade zu holen, oder was? Ich mach's mir nicht leicht, oder? Ich dachte, jetzt teleportieren wir uns schnell zu Hyetta rüber, geben mir diese Schabriri-Traube, die wir makabererweise jetzt von Edgar haben, von ihrem eigenen Vater. Oder eher vom Vater des Körpers, in dem Hyetta jetzt haust. Aber es ist genauso eine Schabriri-Traube wie die anderen Trauben auch. Also es ist keine besondere Art von Traube oder so. Und das ist total interessant, wenn man Edgars Quest nicht fertig macht. Hyetta startet trotzdem. Irina stirbt in jedem Fall, auch wenn man Edgar nicht aus Schloss Morn holt. Sobald man hier nach Leonia kommt, ist Hyetta da. Ich mich recht daran. Das ist bei meinem ersten Spielverlauf irgendwie so gewesen. Und wenn man dann aber Edgar nie abholt und ihm nie zeigt, dass man das Schwert geholt hat und er deswegen das Schloss verlässt und deswegen feststellt, dass Irina tot ist, schwört er natürlich nie Rache, weil er sitzt ja im Schloss. Und dann kriegt man diese Invasion nie. Und dann kriegt man dadurch auch diese Schabriri-Traube nicht und kann deswegen Hyettas Quest nicht fortsetzen. Das heißt, man muss Edgars Quest machen, um ihre machen zu dürfen. Tragisch, oder? Man kann ihn nicht retten, wenn man mit ihr weitermachen will. Wenn man sie quasi retten will. Das ist ja was Gutes für sie, was hier passiert. Hallo, wer da? Würdet ihr mir wohl eure Schabriri-Trauben überlassen? Ich bin auf einer Pilgerfahrt und suche das entfernte Licht. Und wenn ich eine dieser Trauben esse, spüre ich das Licht in meinen Augen. Die hält diesen Vortrag immer exakt gleich. Und ich bin sicher, gerade dadurch, dass eben auch andere Leute ihre Trauben geben, ist es so, jedes Mal, wenn jemand kommt und sie anspricht, hält sie diesen Vortrag. Und sie sagt es so, als hätte jeder Schabriri-Trauben. Und so. Anscheinend hatten auch sehr viele Leute, weil die sie ansprechen, meistens Leute sind, die schon von der Rasenflamme besetzt sind und deswegen wahrscheinlich zu ihr geleitet werden. So, ich gebe ihr das. Oh, ich danke euch vielmals. Ich kann das entfernte Licht wieder spüren. Abgesehen davon frage ich mich, was Schabriri-Trauben wirklich sind. Köstlich zart und süß, aber dennoch beißend scharf. Wie herrlich sie bestimmt aussehen. Und ich kann jetzt sagen, das sind menschliche Augen, was sie nicht weiß. Nein, das ist unmöglich. Nicht all diese Leute, ihresgleichen. Also diese Geräusche, die ich gehört habe. Sie würgt und weint, schluchzt. Entschuldigt, es geht mir schon besser. Beachtet mich einfach nicht. Und dann würgt sie. Verzeiht, ihr habt nur getan, worum ich euch bat. Ich komme schon zurecht, denkt nicht weiter darüber nach. Okay. Dann einmal kurz an die Gnade gesetzt. Die Zeit ist rum. Aber das machen den Dialog machen wir noch zu Ende. Man muss jetzt nochmal mit ihr reden. Sie muss sich ja jetzt entscheiden, weiterzumachen. Ah, seid ihr das davor? Dank euch habe ich etwas sehr Wichtiges erkannt. Der Grund, weshalb ich Augen essen musste. Das entfernte Licht schimmert schwach. So schwach, dass man es mit bloßem Auge nicht sehen kann. Doch wenn alle Augen gemeinsam schauen, erscheint es. Endlich ergibt alles Sinn.
Ich weiß es nun sicher. Ich werde eine Fingerjungfer sein. Das finde ich total interessant, dass sie auch so ist. So, hey, ein Auge kann es nicht sehen, aber alle Augen zusammen. Und wenn sie die Augen isst, dann hat sie quasi mehr Augen. Auf ihrer Innenseite. Bloodborne, anyone? Also, ja, das ist sehr ähnlich zu Bloodborne, wo die auch so waren. So, wir brauchen mehr Einsicht. Lasst uns Augen in unser Gehirn packen. Und das ist ja total ähnlich, oder? Also, super cool. So, sie wird eine Fingerjungfer sein. Das ist total interessant, dass sie das einfach so entschieden hat, dass sie das macht. Sie lässt sich eben von diesem Licht leiten. Und sie weiß ja nicht, dass das nicht die goldene Gnade ist. Sie denkt wahrscheinlich immer noch, es wäre die goldene Gnade. Und sie hat halt jetzt auch echt vor sich selbst geschafft zu rechtfertigen, dass sie Augen isst. Weil es ist ja wichtig. Es ist ja die Führung. Die Leute geben mir die Augen ja freiwillig. Weil die alle wahnsinnig sind, aber zweitrangig. Aber alles zweitrangig, erstrangig ist natürlich. Das war's für heute. Gleichzeitig lange und kurze Folge, anderthalb Stunden, was anderes als zu spielen. Aber ich fand's wichtig. Mir war es zu wichtig, diesen Trailer irgendwie zu analysieren, zu besprechen, was da so drin los ist. Ich fand den zu spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Zeit dafür drauf geht, aber so ist es. Nächste Woche wieder Gameplay und tschüss.